Was hast du jetzt als Musikeinblendung gehabt, weil das anders nicht ging oder was? Ich hab ein Stream machen. Das war Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Ich weiß gar nicht, was man gerade sieht. Sieht man mich so? Hm, cool. Wir können die, also wenn man mehr sehen will, können wir die Kamera so einstellen, dass man da hinguckt. Da sind wir übrigens euch beide. Was ist das? Ich dachte, dass, wenn sie da steht, sieht man euch. Stell die Kamera doch mal ein bisschen weiter weg. Was hat man davon? Dann sieht man weniger mehr. Ben. Weniger Ben, mehr gut. mehr Küche. Noch weiter weg. Da ist ein Mülleimer. Doch, das ist ich glaube, er versucht dich mit ins Bild zu kriegen. Ich versuche alle mit ins Bild zu kriegen. Ich nicht. Ja. Oh. Das ist zu viel, Marcel. Ich will nicht, der Fan muss jetzt von hier bleiben. Da musst du hin. Hi. Ich muss morgen früh arbeiten. Ich möchte auf jeden Fall Leute denken, die morgen. Was? Du musst morgen früh arbeiten. Ja, so ist gut. Perfekt. Ja, ich komme ab und zu auch mal vor. Dann machen wir jetzt die Leute bei mir sehen. Die kennen mich ja, die sind ja vertraut mit mir. Ja, eben. Die verschrecken dann nicht so sehr. Auch hallo an alle meine Fans. Falls ich dachte jetzt erst, alle beiden. alle beiden. Hallo auch an meine Verehrer. So, okay. Fanpost und Anfragen an... Adresse steht im Impressum. Genau. Oder auf die Spielebox. Quirky's Hurt. He's a singer ready to mingle. Was? Du musst mal die Chromo-Brüder gucken, das ist sehr gut. Läuft das? Er nennt seinen Bruder jetzt mal Lovegraf. Okay, wie? Lovegraf. Weil? Weil das irgendwo in irgendwas geschrieben wurde, eben, ne? Er ist der Lovegraf. Der Love Governor. Jetzt nennt weil er mal Love sagt. Wir sind New York, Tag, bla bla bla, anladen. Das ist der Love Guy. Wir sind der Chat hin. Ja. Und der Bruder auf einmal, der hat ja so eine Kampagne, so Why I Stay at Home oder so, Hashtag I Stay at Home 4. Und dann hat er halt irgendwie Andrew Cuomo, der Gouverneur, eben so, ne, für die Mutter und ein Bild mit der Mutter geteilt. Und sein Bruder dann in dem Ding mit ihm, ja, ich, hat er jetzt angefangen, so, ich bleibe ja für meine Mutter zu Hause und du? Und dann so, ich, auch so, du kannst nicht jetzt gleich sagen wie ich. So, und der so, okay, ich zieh das zurück. Du kannst Mutter haben. Ich bleibe für die hier zu Hause. Und dann hat er ein altes Bild von der Familie eingeblendet, auf dem sein Bruder drauf ist, der Gouverneur. Irgendwie, das muss Ende der 70er gewesen sein. Also er sieht so aus wie 8-9, also sprich, es muss 79 oder sowas gewesen sein. Und sein Bruder. So, er hätte direkt aus Hawaii 5-0 rauslaufen können. Schlaghose, so ein Hemd mit so ein bisschen spitzen Kragen, wunderbar gemustert, ein bisschen aufgeknopft. Die Frisur perfekt gepasst und sein Bruder hat auch nur... Da hat er tatsächlich keine Worte mehr gehabt. Er hat gesagt, take it down. Take it down. Er so, why? It's the people I love. It's the people I do it for. It looks like I'm staring at his belt, but I'm looking at him, loving it. Was sind das Lied? Weiß ich gar nicht mehr. Silka. Wie heißt denn diese? Also ich hatte, ich hab irgendwie... Das ist wirklich lieb. Krass, ich dachte, die Karten müssen sein. Und dann hat er auch gesagt, this interview is over. 100 Nachrichten. Ja, sehr gut. Ja, 100 Nachrichten? This interview is over, hat er gesagt. Und hat auch das Mikro schon in der Hand gehabt. Und er so, put the micro back on. Your, it's difficult to hear you if you... Ich fand Hogwarts Battle wirklich gut. Ich auch. Also am Anfang. Hinten raus ist dann nur immer mehr rein. Das hätten sie besser machen. Ist das nicht hier das Aliens-Ding in... aber nicht so cool. Aber dafür das Thema natürlich holt mein Sohnemann echt... Mir hat auch neulich einer geschrieben. Er hat jetzt nicht gespielt, hat dann Hogwarts Battle sich geholt bei Harry Potter und hat sich jetzt Mage Knight gekauft. Und gespielt. Mage Knight oder meinst du jetzt? Mage Knight. Was ist eigentlich aus deinen Acquisitions Incorporated geworden? Wir haben die Hälfte gespielt und... Weil das wäre auch mal was noch gewesen. Gibt es dafür eigentlich auch Reset-Packs? Nee, das muss man komplett noch kaufen. So! Also ich habe hier 4 Karten. Ich kann ganz genau. Okay. Wir programmieren jetzt hier mindestens 5 Karten hin und jeder von uns muss mindestens eine beisteuern. Und wir spielen kooperativ. Was wir spielen wir kooperativ. Wir sind. Wo will Gizmo hin? Wir also alle legen eine, einer legt 2. Ja. Na, oder ja, zwei. Oder mehr. Du kannst auch mehr machen. Also mindestens 5, sage ich ja nur. Also. Ja. Wir sind der Staubsaugroboter des Hauses. Ja. Und wir müssen die Wollmäuse entfernen. Und wir Und das ist es im Grunde schon. Cookies. Okay. Die Karten werden in chronologischer Reihenfolge gespielt. Das heißt also, was hier liegt, das bleibt hier. Ne? Das liegt hier sozusagen, da kannst du nichts dazwischen spielen oder sowas in der Art und Weise. Ja. Und wir dürfen natürlich nicht sagen, was wir gespielt haben. Wir legen die Karten nämlich verdeckt. Ja. Wir legen sie verdeckt und wir wissen nicht, was... Richtig. Aber an der Rückseite der Karten seht ihr, ein bisschen was verraten die dann doch. Oh.
Hoch, runter, links, rechts. Abbiegen, ja. Wobei links, rechts bedeutet auch manchmal halt, dreht sich 180 Grad zum Beispiel. Und vorwärts bedeutet halt auch manchmal rückwärts. Rückwärts. Also das ist vorwärts, rückwärts. Ja. Und auch die Geschwindigkeit kann verschieden sein. Verstanden? Oh ja. Okay. Auch wenn da so freie Flächen zwischen sind. Also wir wissen nicht, wie sehr das. Also wir werden ja, chaotisch halt durch die Gegend fallen. Oben links zeigt dir auch an, wie schnell das Ding ist. Mhm. Ne? Also wie viele Felder du bewegst. Und unten zeigt dir halt an, wie dann der Roboter sich bewegt. Und wenn wird man gegen, ja? Genau. Bei Gizmo ist es so, wir spielen dann verschiedene Roboter tatsächlich. Das ist jetzt der Staubsaugroboter. Da gibt es noch so einen, der macht bereitet Sushi zu und so einen Roboterhund, der buddelt Skelette aus und so. Aber du machst immer mit diesen Karten? Ja. Nee. Tatsächlich können die andere Sachen. Also, aber ähnliches System. Andere Karten, andere Roboter. Genau, und wenn Gizmo, ist jetzt die Regel sozusagen, mit einem Objekt kollidiert, in anderen Worten hier mit diesen gelben oder mit der Wand sozusagen, dann rotiert er, also er hält an und rotiert nach links. Das ist sozusagen der Grundstaubsauger-Roboter-Befehl, wie jeder weiß. Was wir machen müssen ist, innerhalb von 7 Runden, weil wir insgesamt 7 Batterieladungen haben und mit jeder Runde, wenn wir also immer alle einmal durchprogrammiert haben, fällt er von allein zurück? Eine Batterie, was? Fällt er von allein zurück? Nein, eben nicht. Wir müssen sozusagen, bevor die Batterie alle ist, müssen wir das Zimmer gesaugt haben und wir müssen wieder zurück auf Anfang sein. Ist der Alexa-kompatibel? Ja. Wir müssen wieder zurück auf Anfang, warum das denn? Wie jeder gute Staubsaugerroboter fahren wir natürlich zur Ladestation. Ja. Das zurückschicken, wenn das nicht fertig würde. Ich habe ja gerade gedacht. Ich habe meine Karte gelegt, die ich legen wollte. Ja? Ja, jetzt, das aber jetzt das ist aber eine Karte, Georg. Ein Saugroboter wäre mal was, das stimmt. Weil wir wissen ja jetzt. Was wollen wir die wollen wir alle einsammeln. Ja. Und dann wieder zurück. Und warum hast du jetzt. Das ist doch klar, was das ist, oder? Nein. Es kann ja auch. Es ist wahrscheinlich kein Zurück, ja. Aber wie viel vorwärts? Ich würde denken, eins. Gut, das kannst du ja eh nie wissen. Karl ist ja ein schlauer Junge. Das ist auch eins. Aber ich würde ja lieber. Du weißt nicht, was ich hätte jetzt lieber gehabt. Ja? Und das hat mein Sohnemann schon beim ersten Mal begriffen. dass man vielleicht sozusagen derjenige, der kann, der fährt so weit, bis er die erste Kurve fährt. Weil dann ist für die anderen klar, wo man ist. Aber vielleicht kann das ja keiner. Ich weiß ja nicht, also ich gehe aus dem Spiel davon aus, dass wir so gut wie gar nicht über unsere Karten dürfen. Wenn ich 2 gerade ausfahren kann, dann sammelt ihr auch alles unterwegs ein. Ja. Okay, das möchtest, das hast du gemacht, ja? Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Karl da fährt. Ich sage mal so, ich habe da das gemacht, was ich machen konnte. Die restlichen Karten dann lass das doch vielleicht mal, frag, ob jemand das besser macht. Das kann ich ja nicht, wir dürfen nicht über Karten reden. Dürfen nicht über Karten reden. Nicht über Karten reden, du kannst doch fragen, ob du. Jemand, dürfen wir überhaupt irgendwas reden? Naja, wir dürfen halt über das Fahrzeug reden. Über das Fahrzeug. Dann mach doch mal. Ja, hier. Die Frage ist halt genau. Zack, zack, und dann? Und dann, warte. Nee, Ich verstehe. Ich weiß schon, was das... Ja, okay, ja. Dann mach weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, was als nächste Karte kommen soll. Ja, Hast du die auch? Aha. Und jetzt sind wir... Jetzt wissen wir natürlich nicht, wahrscheinlich, wo wir sind. Kennst du die Verteilung der Karten? Kennen wir die Verteilung der Karten? Ja, die steht hier drauf. Ah, das wäre nämlich gar nicht so schlecht, vielleicht zu wissen. Das sah erst aus wie irgendeine komische... Ja, okay, habe ich auch gedacht, was ist denn das für asiatisches Zeichen? Also es gibt eine dreimal, zwei zweimal, fünf einmal. Dann würde ich jetzt die legen. Dann legst du die, ja? Aha. Es gibt nur einmal in eine Richtung abbiegen, aber dreimal in die andere? Das ist ja, das, aber das ist nur... Also der fährt ja immer links rum, wenn er gegen was stößt. Dann musst du auch arbeiten. Ah, nee, warte mal. Ach, lass mich denken. Aber nur, wenn er dagegen fährt. Warte mal, nee. Nicht, wenn er davor steht. Es kommt jetzt darauf an, wie wir fahren wollen. Fährt er nicht dagegen, sondern er fährt genau, da. Aber wenn der jetzt meinetwegen hierhin fahren würde, würde also hierhin also fahren. Also geradeaus fahren ist auch ein Abbiegen, wenn es an der richtigen Stelle ist. Genau. Wenn es an der Wand ist. Und zwar ein Abbiegen nach links. Das erklärt auch, warum es 5 Vorwärtsfahren gibt. Die Sache ist ja auch, vielleicht sollte ich auch die andere Karte legen. Je nachdem, wie wir so fahren wollen. Aber wir müssen jetzt, jeder muss halt sozusagen ein paar Karten gelegt haben. Gibt es dafür auch eine Sanduhr? Das wirkt wie ein Spiel, das auch eine Sanduhr haben sollte. Ich mache das. Und jetzt, ich muss jetzt auch noch eine legen. Du musst jetzt auch noch eine legen. Genau. Ja. Wir hauen so viel raus. Okay. Ja. Mach doch ruhig. Wie kriegen wir die danach wieder auf die Hand? Sobald das gepasst ist. Wir ziehen wieder auf 5 auf. Sind noch Karten übrig? Nein, du hast 2 genau aufgeteilt. Jeder 4. Richtig? So wenig. Ich habe halt weniger gespielt. 4 mal 4, 16. Ach, links, so rum. Warte. Das und dann das. Haben wir gleich dann die beiden. Und wo kriegen wir neue Karten her? Ich gucke. Wollen nehmen wir die wieder auf die Hand? Ich hab sie jetzt irgendwie. Waren die wirklich alle? Möchte ich gerne. Was? Was ist das denn?
Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Und dann? Du hast eine Idee, was ich überlegt habe, was es sein könnte, glaube ja. ich. Wir werden gleich sehen, wie wir fahren. Wenn es vorher schon zu Hause war, ja, gucken wir mal. Ich muss nichts mehr spielen. Also wir werden, glaube ich, gleich hier sein. Das haben wir so gemacht. Okay. Ich könnte erste Karte. Hier, ne? Warte, ich hab Marcel. Nee, machen wir nicht. Ein. Sammeln wir die? Ja. Zwei. Das war erwartbar. Jetzt kommt links. Jawohl. Das ist links. Ja. Ich weiß nicht. Mhm. Drei. Okay, das ist schon. Das habe ich auch nicht. Okay. Ja, ich hab da auch erst eine andere gehabt. Ja, und jetzt. Jetzt wird's haarig. Ein nach vorn. Und das ist jetzt. Rechts rum. Ich fass es nicht. 2-2-2-2. Ein Null. Ja, ich habe mir nicht getraut mehr zu machen. Erste Runde? Oh, stimmt, super. Das hatte ich natürlich überlegt, dass wenn ich einer lege, dann ist ja egal, ob er da schon steht oder sich schon gedreht hat. Das hat ja beides mal einen gleichen guten Effekt. Bei eins, dann dreht er sich einfach. Wenn er aufsammeln, mischen, neuer Nachzugstapel und wir ziehen jeder wieder auf vier Karten auf. Wie ist das, wenn er hier steht mit einer 3 geradeaus? Dreht er sich einmal, fährt dann zwei oder? Immer wenn er geradeaus fährt. Das ist jetzt das erste Szenario. Die Karte verwandelt sich in eine Linksdrehkarte, ja. hätte ich gesagt. Ja, genau. Collides with an obstacle or barrier, it halts its movement and rotates left. Ist auch besser als Gizmos tatsächlich. Oh! Nee, aber ich fand Gizmos auch ziemlich gut. Jetzt geht das um eins runter, ja? Ja, genau. Okay, wir haben noch eine ganze Menge Zeit. Ja, das Ding, das ist ja auch das alte. So das ist jetzt auch, nicht wahr? Wer möchte wie viele Karten? Vier nicht jeder 5? Nee, auf nein, jeder 4. Ich habe 4, Entschuldigung. 4? Deswegen. Ja, wir hatten 4. Nicht mehr. Wir ziehen auf 4 auf. Nein, wir ziehen auf 4 auf, ja. Wenn wir weniger Spieler wären, hätte jeder mehr Karten. Logischerweise. Ja. Gut. Also ich tät ja mal gerne dann. Warte. Halt mal, ich mach. Ich weiß jetzt aber, wie du auf die Frage kommst. Das macht schon einen Unterschied, ja. Ne? Mhm. Ich mach so. Punkt. Du machst so. Ich mach so. Okay. Jetzt ist die Frage. Schon witzig. Aber das können wir nie. Aber das können wir nie vollständig. Aber das macht ja Sinn, weil wenn man so schnell und bewusst legt, dann hat ja jeder von euch zumindest einen Plan, wo wir jetzt sein sollten. Warte mal. Es gibt ja noch was anderes. Oh, das macht eine gute Idee. Nee, Karl, was machst du? Nein. Das war meine Karte. Ja, ist ja egal. Du hast die erste gelegt. Du ruinierst jetzt alles. Genau. Das macht jetzt für dich einen Unterschied. Warum, was hast du jetzt hier gemacht? Du hast so und so gemacht? Wieso hast du zwei gemacht? Verstehe ich. Weil er so machen will. Oh, warte, das ist tatsächlich unsinnig. Ja. Hey, warum hast du denn das gemacht? Na, ich hoffe, du was vergisst. Ich hoffe, wir müssen effizient fahren. Nee, ja. Ich hoffe, wir wissen alle, wo wir sind. Hey, wir stehen vor der Rolle. Ich muss mal gucken, ob es die richtige ist. Die Symbole sehen so gleich aus. Ja. Dann, weil wir wollen, aus welcher Richtung gucken wir? Soll es doch die falsche sein, sage ich euch, welche es sein sollte. Jetzt. Also theoretisch, man will, das ist okay. Links abbiegen, ne? Jetzt mache ich was. So und dann anschließend so und dann anschließend so. Ja, ich jetzt machst du eine, du kannst nicht so viel mehr, aber vielleicht kannst du wissen, wo wir sind. Aber hast du, darf ich mal deine Rückseiten sehen? Wenn wir da sind, wo ich hoffe, dass wir sind. Ich denke auch. Aber jetzt lass mich doch mal ganz kurz hier lassen. Ich überlege, ob ich noch eine Karte lege. Ja. Ich nicht. Eine hätte ich noch. Wenn ihr jetzt da seid, wo ich glaube, dass wir sind. Ich weiß nicht, ob wir passt schon. Ey, überleg grad gerade, warum ist da diese Kurve? Lustig ist, weißt du, wenn hier vorne schon. Der ich dachte, wenn ich jetzt dreimal nach vorne fahre, mache ich ein ganz großes Shift. Also ich glaube, wenn ihr das vernünftig gemacht habt, wäre meine nächste Karte auch noch gut. Also wir haben alles richtig gemacht. Ich kann dir sagen, das ist noch. Das war nicht gut. Doch. Aber ansonsten ist das Spitze, was du überall gemacht hast. Das ist, ich sag dir, das ist perfekt. Hä? Und du, wenn jetzt deine eine Karte noch legst, dann sind wir fast schon durch. Du hast das noch gelegt, ja? Warte. Wir sind da. Wir sind da. Ich hoffe, ich verstehe sie. Dann kann ich schon Ben, ich sagte. Nee,
Nee, du hast die gleiche Idee wie ich. Das steht gerade so, wie ich mir das gedacht habe, weil die beiden Karten, auf, wenn sie das sind, passen. Ich mach das. Nein, wir sind nicht da, wo du denkst, dass wir sind. Wir sind da, wo du denkst, dass wir sind. Warum gib mir die Karte wieder. Ich hab jetzt noch eine Karte. Wir sind nicht da, wo du denkst, dass wir sind. Regne gerade aus. Wenn du nicht gut spielst. Wenn es mir falsch ist, liegt es an mir. Du kannst nichts falsch machen. Also ich glaube, außer wenn man hier auf Karten spielt, kann man eigentlich fast nur noch alles retten. Muss eigentlich. Also ich würde jetzt gerade ausfallen. Das darf ich ja sagen, oder? Ich würde jetzt gerade ausfallen, darf ich sagen. Ich kann dir genau, ich weiß ja genau, eigentlich nicht. Nicht mal das? Ich meine, ich weiß ja auch nicht, was da programmiert ist. Ja, aber trotzdem. Du weißt ja mehr, als sie weiß. Du weißt ja, welche Karten gespielt wurden. Also, ein paar, die du. Ich wollte gerade sagen. Also. Er weiß nicht mehr genau, welche seine von dem war. Die zweite. Und die, ja. Ich muss zwei gespielt haben. Ich muss drei gespielt. Nee, ich habe ja vier. Ich habe zwei gespielt. Dann weiß ich beide. Hau einfach was raus. Ja. Aber ich bin vorher. Fährt nicht runter. Nee. Auf gar keinen Fall. Nein. Wir wollen uns nicht dreimal drehen. Kannst du nicht machen. Und drehen ist nicht so schlimm, wie irgendwie vielleicht völlig planlos in die falsche Richtung. Ich glaube, hier hinten ist eh egal. Also. Ich wollte ja gerne deswegen die da machen, weil. Wir können ja auch vorher raten, was wir denken, ja, was da klar. liegt. Aber. Ich verstehe nicht, was diese Karte da. Nee, ja, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe schon. Nee, gar nicht. Die Hälfte. Die ist doch super. Die ist klar. Die ist klar. Die ist auch klar. Ja, klar. Wir werden es sehen. Warte mal, wo ist die Übersicht? Es geht auch manchmal schneller, als man denkt, weil. Ja. Also es gibt 5 einmal nach vorne fahren, 2 zweimal und jetzt 1 dreimal. Ach so. Ja, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ihr das alle nur nicht alles nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, schon können alle einmal nach vorne fahren. Oh, ich bin mal gespannt, wo wir jetzt sind. Das wird der Kennenlern-Level, ne? Hast du noch nach vorne? Oh, das ist auch noch nach vorne. Du warst eigentlich gerade. Das kann ja auch rückwärts sein. Ja, aber es ist eine. Ne? Also, Annika hat sogar 2. Oh. Sobald auch nur einer davon nicht einmal nach vorne fahren. Also, Annika gerade. Nee. Sobald einer davon 2 fahren ist, haben wir. Annika hat sogar 3. Oh. Okay, das heißt, Annika weiß eigentlich richtig viel, weißt du, das kann alles nicht funktionieren. Stimmt, du musst wissen, wie das mit dem Vorwärtsfahren aussieht. Nee, sie hat eine davon nicht. Ja, aber sie hat 3. Sie hat drei. Und da liegen 4, ne? Nee, 5. Wenn sie jetzt 3 Einmalfahrkarten auf der Hand hat, dann weiß ich. Das können ja auch die Rückwärtsfahrkarten sein. Die können, aber wenn du schon 3 Einmalfahrkarten, ne? Also. Ich hoffe, da ist eine Rückwärts. Ja. Wir gucken mal. Ja. Ja, bitte, Annika? Lustige aber wenn man Spiele. Gegen die Wand fährt sozusagen und sich dreht. Wir haben Skyjo letztens gespielt. Was haben wir in Skyjo gemacht? Nee, du kannst ja nur gegen eine Wand gerade ausfahren und drehst dich nach links. Ja. Nee. Das wenn du an der Wand stehst und dich dann drehst. Dann drehst du. Wir kriegen keinen Schaden. Komplett, sodass wir da rausfahren können? Nach links. Du drehst immer nach links. Also der... Wir kriegen keinen Schaden. Ach so. Links. Der Roboter dreht immer nach links. Wir fahren vielleicht tendenziell ein paar Schritte mehr, als wir müssten, aber das Ding. Und es ist egal, weil du hast jetzt die letzte Karte. Du kannst also praktisch jetzt als letzte Karte ja auch nicht den kompletten Zug versauen. Den hat vielleicht Karl hier vorne versaut. Ich hätte halt einfach irgendwie schneller was legen. Du machst dir irgendwie Sorgen, das ist nach vorne. Das ist nach vorne. Nee, ich verstehe einfach nicht, wie diese Karte funktioniert. Welche Karte? Also wir fahren einen geradeaus. Ja, jetzt fahren wir einen geradeaus. Check. Und dann fahren wir einen zurück jetzt, Karl, oder? Jetzt fahren wir vorwärts und jetzt fahren wir geradeaus. Jetzt fahren wir einen zurück. Jetzt fahren wir zurück? Na klar, fahren wir zurück. Okay, das ist voll. Na egal. Dann drehen wir uns natürlich nochmal nach. Das ist ja doof. Du hast es uns so gedreht. Ich dachte, du fährst noch einen vor. Nee, andersrum hast du uns gedreht, oder? Warte mal. Der dreht sich doch in die Richtung. Da, hier, nach da. Das ist doch perfekt. Ja, ist doch perfekt. Ja, genau. Also, pass auf. Jetzt kommt nämlich meine. Pass auf, fahren wir uns jetzt. Wie fahren wir jetzt? 2 nach vorne. Jetzt fahren 2 wir nach vorne. Oh, das könnte schon schwierig werden. Ja, sag, wie, ich sag wie, doch, funktioniert ich sag das jetzt mit auch, der Drehung? Ja, wir drehen uns nach rechts oder nach links. Nein. Drehung? Wir drehen uns um. Das gibt's alle. Ja, deswegen sag ich ja, bisher sind wir perfekt gut gefahren, okay, und dann kamt ihr und habt auf einmal, nicht, wenn halt auf einmal alle Karten gelegt, weil er dachte, das hatten wir mehr gut, ich dachte, wir stehen da. Ja. Aber was wäre denn passiert? Also, das habe ich nicht, ich habe nämlich immer überlegt, was ist, wenn diese Karte nach links oder nach rechts drehen ist. Dann hätten wir hier gestanden. Mhm. Warte, nach links gedreht wäre hier, ja. Nach rechts wäre da. Ja. Davon dann ging ich aus. Dann wären wir dagegen gefahren. Nein, dann hättest du, hätten wir uns wieder gedreht. Beim also, wo gegen fährst, du drehst dich immer weiter, ne?
immer. Aber du weißt, da sind alle Karten drin. Ja. Also sozusagen, es haben eigentlich die Leute haben die Möglichkeit, die richtige Karte zu legen, so wie ich gerade. Ich hatte. Wir stehen jetzt so. Genau, und ich, als ich überlegt habe, ob ich noch was lege, dachte ich, wir stehen so. Ich habe mich also nur ich habe mich um 45 Grad geirrt, ansonsten war alles perfekt. Ich habe alles richtig gemacht. Aber ja. So, hier. Ein geradeaus. Ja, 90. Ein geradeaus. Zwei geradeaus. Ein geradeaus. Wie sind wir dabei hängen? Drehen wir uns zweimal. Also 9. Oh, das ist echt. Und dann fahren wir ein. Das ist perfekt. Genau da wollte ich uns hin haben. Ja. Mischen. Du siehst so zu aus. Ja, ich wusste, wo wir sind. Und deswegen wusste ich, dass du jetzt, wenn du da jetzt irgendwie komplett durchdrehst. Ja, gut. Du hattest die 180er-Karte, das können wir ja nicht wissen. Ja. Du hattest einfach ein Wissen von. Nein! Wir behalten die Karten, die wir vor uns hatten. Ja. Achso, hatte ich noch Karten übrig? Nein, du hattest alle gegen gespielt. Ja, weil hier, ich bin 280 Karten. Ich habe 280? Ja. Okay. Zwei? Nicht, dass ich euch dann verraten will, was ich noch auf der Hand habe. Okay, aber dann wissen wir jetzt, dass Annika. Wir wissen am Ende, dass alle Karten ausgeteilt sind. Das wissen wir. Also sozusagen ist egal. Ja, aber es wurde ja gerade nur eine aufgedeckt. Das heißt. Einer von uns hat sie noch. Ja, oder eher die zweite. Nee, kann das sein. Kann ich. Die 100, doch, 180 Grad ist ja eine Drehkarte. Ne? Ja, ist auch nicht drehbar. Sehr gut. Das ist ich habe gerade behauptet, ich wusste nicht, dass es sie gibt. Also. Es müssen mindestens 5 Karten ausgelegt werden und es dürfen alle. Ne? Hat Seven Continent viel Text? Ja, sehr viel. Auch viel tatsächlich thematisch. Also, nee, 4. Thou dost venture into thy doom. Seven Continent kommt irgendwie Mitte des Jahres. So, ich brauche noch 2 Karten. Genau. Gut. Wer möchte denn jetzt eine Karte legen vielleicht? Ich möchte keine Karte legen. Ich möchte vielleicht eine legen. Na denn? Eine oder? Ich möchte die legen. Gut, okay, dann lege ich diese und diese bitte. Okay, warte, ich glaube, da möchte ich eine Karte legen. Ja, dann möchtest du eine Karte legen? Ja, wenn ich kurz meine rechts-links schwäche und überhaupt... Man kann die auch mal drehen zur Not, dann weiß man... Das ist eine Drehkarte, ja? Also leg am besten nur die, dann glaube ich, dass wir alles richtig gemacht haben. Okay, warte, lass mich jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Du machst nur das, ja? Dann mache ich das. Warte, das darfst du, glaube ich, gar nicht sagen, was du gerade schon gesagt hast, weil damit hast du jetzt ja schon verraten und lass warte mal kurz. Weil ich kurz überlegen will, ob ich dahin möchte. Nein, ich glaube, ich kann ja sagen, ich glaube nicht, dass es gut war. Wenn du, also du hast die einzigen Bewegungsdinge bisher gelegt, das heißt, wenn du nicht glaubst, dass ein Drehen gut ist, dann kannst du nicht dastehen, wo es sein sollte. Ja, das ist aber optimal, wäre jetzt da. Ja, das ist aber dann nicht. Ist es ja wahrscheinlich. Und dann noch den. Warte mal, die dreht sich nach links, ja? Zack. Nee, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Weil wenn wir da stehen, wo wir stehen sollten, dann ja. Nein, aber wir stehen nicht da, wo wir sollten, weil er gesagt auch scheiße. Das habe ich nicht gehört. Gut, jetzt muss ich überlegen, wie du es verkackt hast. Du hast gedacht, das wäre so richtig. Dann wolltest du das und du wolltest das. Stattdessen ist aber das passiert, wodurch das passiert ist. Ich darf ja nicht. Don't overanalyze it. Dann das. Das gibt so viel. Dann wieder gedreht. Okay. Das heißt, wir brauchen das und das. Und jetzt, Ben, ich hoffe, das ist das Richtige. Ja, mach mal bitte. Ich glaube, wir brauchen jetzt alle. Doch, wir können das schaffen noch. Wieso? Wir haben noch viele Runden. Wir sind doch schon lange. Ich brauche jetzt einen, der so eine Kartenrückseite hat. Ich bin darauf angewiesen. Ja, aber damit so drehen wir uns. Oder warte, ich muss es anders machen. Gut, dann muss ich es anders machen. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Ich muss es selbst machen. Musst. Ich habe nicht genug Karten, um es selbst zu machen. Marcel würde ja nicht spielen, wenn es nicht das wäre. Das muss ja das sein, sonst hätte er gesagt, macht ihr es mal. Genau, und deswegen hast du sein. Oh Gott. Ich habe halt, in diese Richtung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich. Na, dann muss ich das so lassen. Ich kann es nicht alleine lösen. Habt ihr eine Karte gespielt? Ja, ich kann auch noch eine. Okay, dann könnte es jetzt wieder. Ey, was soll ich auch noch was? Muss aber auch nicht. Ja. Annika muss auch noch eine. Du musst doch eine. Nee, du wolltest sie doch da schon eine. Ja, hier. Ich wollte nur einfach. Was du denn? Soll ich auch noch einen dazu legen? Hier kommen nichts mehr. Also. Aber vorher. Obwohl. Doch, vorher noch die da bitte. Also erst die und dann die. Nein. Das brauchen wir nicht mehr. Weg. Nimm das wieder weg. Aber nur Ben hat seinen Lauf angespielt. Wenn ich recht habe, fehlt hier eigentlich nur noch eine Karte. Wenn ich recht habe. Ich glaube, du hast recht. Wir werden es sehen. Los geht's. Ja. Wir fangen an. Wir drehen. Ach, was ist denn das? So. Ja. Dann die nächste? Nee. Ist es nicht? Was? Oh. Ja, das
Slash Golf Club. Und dann nach links. Nach links, ne? Ja, jawohl. Also jetzt ist Großhand vorwärts. Ich kann nur dabei bleiben. Das ist rechts wieder. Das Spiel ist eindeutig nicht barrierefrei. Nach vorne und dem wäre schon nach links. Nee, nach links. Sehr gut. Achso, oh, nach links, ja, genau, so rum, jawohl. Was, Moment? Ja, ja, ist alles richtig, jetzt richtig. Jetzt das wieder nach links. Links. Jawohl. Könnt ihr die bitte um? Ja, das ist nach hinten. Das heißt, der fährt nach links. Das ist gut, wir kommen doch da. Ja, jetzt haben wir einen vorne. Jetzt fahren wir vorne. Ja, gut. Jogge ich jetzt zurück? Nee, du fährst nach links. Nein, du fährst nach links. Ja, sehr gut. Nee, einmal links. Nee, einmal nur. Also einmal schade, ich darf nicht alle drei. Aber jetzt fahren wir geradeaus. Also einmal so. Links. Und nochmal nach. Nee, zurück! 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 Yeah. Aber habt ihr das verfolgt? Wenn die erste Karte richtig gewesen wäre, wäre es nämlich nach meinen Karten, hätte man so gestanden. Und dann noch eine Bewegung gefehlt. Also wir können festhalten, wenn es derjenige verkackt hat. Das ist aber nicht sehr nett. Nee, das war wirklich nicht nett von ihm. Nee, aber es wäre wirklich richtig gewesen. Ich habe alles perfekt gemacht. Ich habe eine Karte falsch. Richtig, du hast aber ich finde die auch schwer zu lesen, erste, ganz ehrlich. Die erste ich komm, Karte ich muss das ständig gucken. Ja, aber du siehst anders, doch, wohin es der müsste Fall aber anders, links oder rechts. Das Problem ist, es ist irgendwie falsch rum drauf. Es müsste erst, wie es war und danach, wie es steht. Das würde besser aussehen. Unten ist doch noch ein Piktogramm. Das ist auch sehr gut. Ja. Oh, wir haben gleich den Tisch. Oh, hier, der. Ich habe deinen frischen Boden leider getreten. Ja, aber wenn du dich da nicht verguckst, es war vergucken, es war klar. Aber also, ansonsten hätten wir hier, nach meiner letzten Karte, hätten wir hier in Richtung des Endes gestanden. Also ich möchte kurz um die Frage aus dem Chat beantworten. Erste Partie mit Marcel Arkham Horror Living Card Game, morgens 19:30. Erste Partie Food Chain Magnet, nachts 14:30. Halb drei? Erste oder Partie halb vier, Too Many oder Bones war, glaube ich, auch zwischen 3 und 4. Ja. Und Spirit Island war 16:30, glaube ich. Der Klassiker. Also wir müssen noch ein bisschen durch. Das sind echt miese Uhrzeiten für diese Spiele. Ja, aber Food Chain Magnet war so damals ja, irgendwie das war. Too Many Bones nur einmal gespielt? Das hattest du nie da, ne? Das habe ich immer da. Das hast du immer da? Weil das haben wir nie wirklich ausprobiert. Das hat doch dieses tolle Level-System haben. Gespielt. Ja, einmal. Leute. Wir haben einmal den Anfang gemacht. Jetzt. Annika hat jetzt einen Plan. Lass Annika bitte machen. Ja, okay. Sehr warte mal, schön. Darf ich vielleicht schon Annika weitermachen? Darf ich eine? Ja, ich leg jetzt die. Bist du sicher, dass du mich nicht vorher eine einlegen lassen willst? Marcel fand die Spiele auch immer als erstes Anlauf nicht so gut. Du legst Warte mal, ich würde dir gerne auch noch Chain Magnet. Oh ja, wunderbar. Oder darf ich kurz gucken, ob ich das jetzt richtig, ne? Also, wie war das mit Links-Rechts-Schwäche, ne? Dann fahren wir jetzt oder 180 so. Grad, wir wollen jetzt fahren. Achso, Entschuldigung, 180 Grad. Und dann fahren wir, wobei ihr müsst ja auch noch eine legen, wie behindert ist das denn? Ja, warte, die müssen ja auch noch welche legen. Ja, hier, bitte. So. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. So, und dann, Ben, kannst du jetzt deine Karte legen, damit du nichts mehr machen musst? Ja, die, und dann müssen wir nichts mehr machen. Jawohl. Ja, fertig. Nein, das ist... Also, wir fahren nach da. Jawohl. Das ist richtig. Dann fahren wir ein gerade. Und das sind Zweier. Das sind Zweier. Zwei gerade. Jawohl, und das, genau. So, das dann zeigt drehen wir uns dahin. Genau. Dann fahren wir ein vor. Dann klatschen wir gegen, drehen dann uns nach links. Dann klatschen wir uns nach da. Und dann fährst du noch und ein dann vor. Dann fahren wir da hin. Und voll. Nee. Sehr gut. Hier doch wieder. Wir dürfen. Ha! 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 Sehr gut, ja. Oh, easy. Das hätten wir auch in der Runde davor schon haben können. Nee. Oh. Okay, das ist. Level 2. Achso, ich biete hier nochmal an, falls ich möchte. Ich nehme einen davon, aber ich mache es mal eventuell gleich ein weiteres Level. Ob das hier. Was ist dieses blau gestrichelt? Ja, genau. Doch, wir machen mal dieses Level hier, das ist dann. Also, Leute, Quirky Circuits, wie ihr seht, empfehlenswert. Achso, da muss ich reingucken. Wir haben nicht genug Wollmäuse. Ja, komm. Da, wo die ist, kommen noch viel mehr her. Wann wollt ihr mit Eclipse anfaufhören? Halb sieben? Drei. Aufhören. Also ich bin ein Schnellspieler. Zack und zack. Ach du Scheiße.
Gegenfahren Vasen runterstoßen. Die noch rein. Das sind Karten. Alle das drei? Einmal links rum, nee, zweimal links rum, einmal geradeaus. Also einmal doppelt geradeaus. Ne? Aber das Problem ist, das siehst du an den Karten nicht. Ne? Ja, die und was ist mit dem blau gestrichelten? Ja, genau, das steht hier halt sozusagen. Die Fragezeichenkarten müssen gespielt werden, bevor derjenige, der sie auf der Hand hat, irgendeine andere Karte spielen darf. What? Ja. Dann gibt es halt. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, dass jemand die sich hier das sozusagen. So. Dann Vasen, wenn. Der Roboter gegen eine Vase stößt, dann fällt sie auf der anderen Seite runter und wird zu Scherben, die man natürlich auch aufsaugen muss. Schatz, weißt du, wo unsere Vase hin ist? Nee, du, die habe ich nicht gesehen. Ich dachte, du hättest die weggeräumt. Okay. Und jetzt die hellblauen Gestrichelten. Und dann die hellblauen Gestrichelten, genau. Da darf der Roboter nicht, genau, der darf nicht mit Vollspeed durchfahren. Das heißt also, wenn der hier mit 2 durchfährt, ist es so wie ein Hindernis. Dann bleibt da drin stecken sozusagen. Genau. Wenn der mit 2 durchfährt. Na, wenn der hier sozusagen von hier jetzt sozusagen 2 laufen würde, aber 1 bleibt da stecken. Und dann bleibt er hier sozusagen stecken und rotiert nach links. Und rotiert auch noch. Naja, also genauso wie wenn ein Hindernis wäre. Und aber mit einem, mit einem sozusagen langsam kann er da ganz normal durchfahren. Kriegen jetzt kriegt einer eine Karte weniger? Nee, jeder 4 weiterhin. Aber du hast 3 Karten dazu getan. Ja, jeder 4 weiterhin. Aber achso, dann bleiben wir hier draußen. Über. Ja. Aber das heißt, und die werden aber hier... oben raufgepackt, das heißt, in der nächsten Runde werden die dann garantiert gezogen. Aber wenn man hier schwimmt. Hab ich das gehört? Danke, sehr großzügig. Aber wenn man hier stünde, ne? Aber jetzt pass auf, Nein, nein. Du musst auf dieses Feld fahren und dann darf die nächste Karte erst weiter bewegen. Ganz genau. Okay. Aber wenn du mit mehr als einem halt. Aber pass mal auf, es ist ganz einfach, das Ding. Also nochmal. Wenn einer oder. Man muss halt die Fragezeichenkarten spielen, bevor man irgendeine andere Karte spielen kann. Pass auf, ihr wisst ja, was in Fragezeichenkarten drin ist. Nochmal. Ja. 2-mal nach links und 1-mal geradeaus. Ne? Also spielt er diese hier und diese dort. Und anschließend spielt er sogar noch diese. Okay, Moment. Und dann sollte der mit der anderen Fragezeichenkarte jetzt vielleicht was tun. Nee, glaube ich nicht. Okay. Ja, warte doch mal. Also, er hat ja auf jeden Fall eine von den beiden gespielt, das wissen wir. Ja, ja. Also, er hat einmal drehen gespielt. Das heißt, warum willst du dich... Wir könnten ja auch so anfangen. Was ist das eigentlich für ein Drehen? Ist das ein Rechtsdrehen? Nee, links. Das ist links. Zweimal links. Zweimal links, einmal doppelt geradeaus. Links drehen. Einmal doppelt geradeaus. Aber die habe ich nicht gehabt. Warum? Das ist von der, die Dings gemacht hat. Aber warum? Warum willst du dich drehen? Nach zweimal fahren. Warum willst du... okay, du willst die Richtung. Entschuldigung, ich war auf jetzt eine... Jetzt ist es... Ich hoffe, ihr wisst, wo wir langfahren. Ich war auf eine effizientere Strecke geeicht. Okay. Es ist ja egal, wie rum, es ist beides gleich effizient. Okay, dann weiß ich, wo wir stehen und in welche Richtung wir gucken. Richtig. Okay. Dankeschön, Karl. Ja. Ich habe auch gedacht, ich wüsste das, aber jetzt bin ich mir unsicher. Hast du mal Tetris gespielt? Nicht wirklich. Da gibt es diesen Buchstaben. Nein. Also da liegt ein Buchstabe. Da liegt ein Buchstabe. Klar, das ist wieder kein Spiel für dich. Nein. Mit dem Tipp kannst du sowieso nichts anfangen. Ich habe auch Tetris gespielt. Also ich habe eine Vermutung, wo wir sagen könnten. Aber das Wichtige ist, sie muss ihre Karte legen, bevor sie irgendeine andere legen kann. Richtig. Also sie kann aber auch am Ende zum Beispiel nur diese legen, wenn man halt einfach dann... Das sind 2 Rechtsdrehende, ja? 2 Linksdrehende. Ja, 2 Linksdrehende. Ist immer noch so, ja. Dann sollte sie vielleicht nicht als nächstes leben. Nee. Ja, okay. Ja. Es gibt ja auch, nur 3 rechts, ne, und 1 links. Oh, jetzt verstehe ich. Blau ist, was es vorher ist, und grau ist, wie es danach aussieht. Aha. Oh, ich könnte was legen. Und dann sich auch noch reindenken, wenn das... Okay. Aber du kannst aber auch einfach den Pfeil oben nehmen. Das? Du musst beide spielen, bevor du irgendwas anderes machst? Oder nur eine? Steht hier. Das ist ja das Coole an den Büchern. Da steht immer die Regel, steht direkt daneben. Wir werden mal... Before they can play any other command cards, must play their cards. Mhm. Ich bin, glaube ich, fertig erstmal. Da. Gerade ausdrehen nach links, ne? Da. Gerade ausdrehen nach links. Also gerade aus gegenlaufen ist nach links. Und das ist auch nach links. Nee, hätte ich nicht doch spielen können? Moment mal, das ist eine nach. Also, das ist ja alles, das ist sinnvoll hier. Ja, ich muss mal kurz. Wenn das denn so stimmt. Guck.
Ich glaube, dass es. Ich verstehe sehr gut, wie du die falsche legen konntest. Ich finde das. Komm, das ist aber. Die sind wirklich. Die eine geht nach links. Aber ich muss andere geht nach. Also, ja, ich sehe das da drauf und dann muss ich aber mich doch rumdenken. Auf das bleibt blöde dabei, Fall. Egal wie aber das ist. Aber warum hast du jetzt die gespielt? Ja, aber ist auch. Oh, komm, Ben. Eigentlich ist völlig klar, was Karl spielen muss. Ja, nur geradeaus. Nein. Na, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube aber jetzt müsste, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertun, müsste Annika jetzt spielen. Ich spiele ja massiv auf. Nee, warte mal. Aber muss man sich da nicht noch öfter drin? Ah, warte, ich weiß nicht. Nee, Annika kann immer noch nicht. Annika kann immer noch nicht. Warte? Soll Annika erst die letzte Karte legen, weißt du? Damit wir halt ja nicht mehr viel. Annika, leg doch mal bitte deine erste Karte. Nee. doch, leg mal bitte, deine erste Karte. Ne? Und dann weiter. Doch, Annika muss ihre erste Karte legen. Lass doch Annika bitte ihre erste Karte legen. Ja. Das ist auch richtig, ja. Annika legt ihre erste Karte. Und dann lege ich diese Karte und jetzt darfst du. Warum nee, bitte? Nein. Doch, ja. Annika legt ihre erste Karte. Aber ihre erste, genau. Aber das ist ja. Aber wieso legst du denn hin? Warum legst du nochmal drin? Wir sind, glaube ich, bis hierhin ja auf dem gleichen Level. Ja, und jetzt und legt Annika jetzt aber, ihre erste Karte, weil die erste Karte sinnvoll ist. Annikas erste Karte ist nicht sinnvoll an der Stelle. Doch, total. Dann sind wir nicht auf dem gleichen Level. Ja. So, lass uns. Doch! Annikas erste Karte ist völlig also gut ich will da auch noch kurz nachvollziehen. Also, das kannst du nicht, du weißt, was ja meine sind. Also, okay. Die muss sein. Wenn wir das, weil ich das richtig. Aber kannst du durch Karten gespielt, ne? dann liegen zwei Karten von mir. Ja. Also ich habe Karten gerade in der Seite. Warte mal. Nee. Also, ich bin der Meinung, dass, also wenn wir da stehen, wo ich glaube, dass wir stehen, ist ihre genau falsch rum. Die dreht links. Ja. Ihre dreht links? Ja, aber links ist ja. Ist immer links. Das heißt, das ja, links ist links. Ja, okay, wir werden es gleich sehen, dann kann ich drüber reden. Dann habe ich vielleicht eine Karte vorstellt. Mal gucken. Möchtest du noch was legen? Möchte noch irgendwas anderes legen? Jetzt war, ich bin ja raus, ich sehe ja da was anderes als anscheinend alle anderen. Also, sehen. Ich will nochmal ganz kurz, also. Da darf ich zeigen, so seht ihr es ja. Ach so. Guck, morgen mal. Ja, ich hab, mein Denkfehler ist mir eingefallen. Ja. Ich würde jetzt sonst die noch legen. Ja. Nein. Warum nicht? Na, warum? Also, warum die nicht? Frage ist, dann stehen wir dafür richtig. Hier sind wir so. Richtig. Nee, alles, so? Alles gut. Ich habe einen Denkfehler gehabt, tatsächlich. Genau, dann, wir können eigentlich noch weitermachen, ne? Warte. Also, zack. Mhm. Dann, das sind ja meine auch gewesen. Dann. Genau. Ja, doch, dann, ja, da dann, geht noch, dann. Da geht noch. Da geht noch, da geht noch, da geht noch. Da geht wenn noch. Alle. Ja, da geht noch. Dann los, Annika. Annika leg hin. Genau, Annika leg. Und ich jetzt will ich noch was nachvollziehen. Ich finde das halt so witzig. Ich, irgendwie, wenn die drehen, würde ich dann auch gleich weiterlaufen. Möchte jemand hier noch was legen? Nicht. Ja, vielleicht noch möchte ich da eigentlich auch gleich noch was legen, aber ich will noch mal kurz. Dann müsste jetzt noch eine Karte legen. Und dann könnte ich noch mal eine Karte. Nee, es müssen noch zwei Karten. Zwei Karten müssen noch gelegt werden. Dann kann ich noch meine legen. Und dann lege ich meine. Nee, dann lege ich noch mal eine. Nee, die kann ich nicht legen. Ich will aber gerne meine legen. Du willst doch bloß den Game Scheiß los. Hast du doch schon. Den habe ich schon. Also, ich kann keine andere Karte legen dürfen. Ich möchte aber keine meiner Karten. Ich würde gerne. Nee, wenn jetzt noch zwei Karten kommen. Also, wenn jetzt noch zwei Karten kommen, würde ich gerne meine nur noch legen und dann erstmal Schluss machen. Ich weiß nicht genau, was du legen willst. Eigentlich ist es nicht ohne Reden, deswegen ist es kein Spiel. Ja, doch, war kein Schatz natürlich. Das ist, aber das ist ja so unsozial. Ja, eben. Richtig. Also die Frage, möchte jetzt noch jemand was legen? Ich verliere schon wieder den, wo wir sind. Wenn ihr noch was stimmt, aber which cards are in their hand? Ne? Their strategy or intent? Und suggestions on what cards other players should play? Also sprich, also eine Karte, die vor- oder zurückbewegt, könnte ich empfehlen, hier zu spielen. Guck, das darfst du nicht. Was darfst du denn? Nee, hat er doch gerade vorgelesen. Suggest what card to play. Ja, 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 das ich dachte, das waren die ausgenommen haben. Dann möchte ich das nicht gesagt haben. Bitte, Ben. Was hast du denn noch in der Hand? Wenn das so ist und du keinen Denkfehler drin hattest, dann kann ich nichts mehr spielen. Wenn ich keinen Denkfehler. Wir können aber noch mehr in dieser Runde schaffen. Nee, mit meinen Karten. Was hast du da? Ich. Wo ist die Übersichtskarte? Karl, du darfst nicht reden, du darfst Karten spielen und dann die Hände auf den Tisch legen und zu zeigen, dass du fertig bist.
Genau, oder ich kann auch. Wir können auch Spiele spielen, oder bist du nur so ein Mensch, der alleine lebt? Ich hab's gut. Ich möchte gerne, dass meine Brettspielerfahrung möglichst ist, wenn ich alleine zu Hause bin. Das geht ja nicht, das ja. Also, genau. Ich bin durch, ich das brauchen. Sicher? Und solche Spiele machen dann auch tatsächlich meistens mehr Spaß, wenn man sie richtig spielt. Die spielt sie ja richtig. Mhm. Echt? Aber da ist auch gar kein so ein Ding drauf. Doch, es kommt aber eine. Keine Tischdecke. On each end table. Das sind end tables, das ist ein richtiger Table. Endtable sind so Anstellzustände, okay. Weil hier sind ja auch diese Dinger drauf. Na gut, und hier ist es nicht. Das ist ja der Spieltisch. Du stellst auch auf dem Spieltisch keine Vase. Na gut, das will ich. Aber so ist unterhaltsam, das stimmt. Zweite Folge. Also, dann lassen wir es jetzt so, oder? Gut, also, ja, also meine Karten bringen nur was, wenn ihr mit anderen. Dann los geht's. Erstaunlicherweise fallen wir zwei. In dieser Runde ist das trotzdem eine Herausforderung. Runde drehen wir uns nach da. Wenn wir das hier so zack, dann drehen wir uns nach da, ganz genau. Dann fahren wir einen vor. Wir fahren einen vor. Dann drehen wir uns hier hin. dann fahren wir einen vor. Dann drehen wir uns hier hin. Dann drehen wir uns. Dann fahren wir hier hin. Ein also, vor. Jawohl. Okay, das ist wie wenn man Zeit von der Ton versetzt ist zum Video gerade. Was? Ja. Das immer, das Karl hat abgefuckt, dass wir das so rumgemacht haben. Das war der Denkfehler. Das war doch alles sowas von klar. Easy peasy. Und du hast es schon irgendwie bewegt, bevor es aufgedeckt wurde. Genau. Ja. Das war halt, ja. Genau. Und wie gesagt, ne, da wäre noch mehr gegangen. Ja, ich da wäre noch mehr gegangen, aber nicht mit meinen. Irgendeiner muss ja auch noch die 360-Grad-Karte haben. Ja, die hätte an der Stelle wahrscheinlich nicht so viel gebraucht. Nee, aber wenn du nur nach rechts fährst oder sowas, die kommen oben rauf. Das sind ja die wir letzte Runde nicht genommen haben. So. Ja, ist wieso. Okay. Weil die oben rauf sind. Du kriegst drei. Du kriegst zwei. Und die gehen wieder an die Seite, genau. Das wäre schön, wenn die draußen liegen bleiben würden. Ich möchte nicht anfangen. Du möchtest nicht anfangen. Muss ich beide zuerst spielen oder eine davon? Ich muss ja mit meiner zuerst. Ich muss die goldene zuerst spielen, ne? Die goldene zuerst spielen. Aber ich kann jetzt zum Beispiel Karl oder einer von euch. Also ich mach mal so. Ja, ich verstehe schon. Ja. So. Warte. Vielleicht kann jetzt noch jemand eine goldene Karte spielen. Oh, ja, let's. Aber dann musst du nur eine oder beide spielen? Dong. Ich muss. Das wird sie dann uns schon offenbar. Also ich kann auch nur eine spielen. Ja. Da steht gar nicht genau drauf, wie viele Bewegungen das hat. Das soll zwei sein. Ne? Zwei. Steht drauf. Es hat zwei. Das steht drauf. Ja, auf ja, ja. Ich spiele hier auf jeden Fall die hier. Mhm. Und dann anschließend? Und anschließend, Annika? Wieder. Natürlich sind wir. So. Sehr schön. Ich muss mir anhören, ne? Karl sollte nicht so viel reden, aber so die Frage, welche möchtest du anschließend spielen? Alles? Nachdem du die erste gespielt hast, welche möchtest du anschließend spielen? Welche möchtest du anschließend spielen? Nein, das ist zu viel. Ja. Das war unsicher, hat auch Annika nicht. Aber ich fände das echt hilfreicher, wenn ich da richtig drauf gucken würde, weil es ist schon so... Du hast. Hesi hat aber recht, das ist halt, wenn man es so The Mind-mäßig spielt, dann hat man natürlich die richtigen geilen Effekte. Nein. Aber dazu kommen wir bei den schweren Karten. Also wir könnten es gerade so spielen, wie Hesi empfiehlt, dann würden wir so spielen. Oder wir spielen es so, wie wir es gerade spielen, dann spielen wir so. Ja, geil! Also inzwischen, Hesi, wir. Aber die epischen Momente, wenn es dann Momente, größer, wenn du. Aber wart ab, bis wir die schweren Missionen haben. Auf dann. Du kannst ja auch bei The Mind sagen, wir können so mit reden spielen, ist lustiger. Nein, bei seinem einen spielt man mit Annika, du bist gerade seine Hand. Hallo? Also ich muss ja einen spielen. Das ist bei Pärchen wahrscheinlich schwierig, ich möchte mich nicht von der Hand. Wir machen so, dann so, ich hab noch, dann doch, so, ich hab dann so. Dann das machen wir mal, ja, dann wir. Machen wir diese hier. Moment. So, let me Moment, was? Bist dong, sicher? Natürlich. Dong. Was habe ich nochmal gespielt? Ich weiß nicht, wo Marcel war. Also ich weiß, wo Marcel war. Hä? Was ist da los? Ich weiß, was ich gespielt habe. Ich weiß, was Annika beides gespielt hat. Ich verstehe nicht, was diese Karte da soll. Aber gut. Ich spiele nichts mehr, weil ich nicht genau weiß, was sie gemacht hat. Aber eigentlich ist logisch. Du bist eins. Hast du gerade die beiden dahin? Ich habe nur die gelegt. Du hast nur die gelegt und ich weiß nicht genau, warum er die gelegt hat. Meine Karte ist doof. Wieso denn? Ist doch klar. Okay. Ich glaube, ich weiß, wir dürfen nicht gegen einen irgendwas gegenfahren, damit es sich dreht. Aber redet ihr noch nicht? Dann mache ich noch die da. Okay, ich bin auf meinen Denkfehler gespannt. Warte, jetzt, wo du. Darf ich den auch noch? Nein. Warum nicht?
Weil er das nicht will. Nein, dann mach. Dann mach. Weil wenn ich denke... Achso, wir dürfen ja nicht reden. Wenn ich denke, das ist... Wenn ich denke, dann mach etwas. Wenn du etwas machst, mach ich auch noch was. Warte. Oh, warte mal, dann mach ich doch die. Wisst ihr, welcher Satz mich immer aufgeregt hat? Auch schon zu Schulzeiten dieses, wenn man gesagt hat, ich dachte und dann kam, du sollst nicht denken, sondern du sollst nachdenken. Und dann, wie willst du einen vernünftigen Satz mit Nachdenken bilden? Ich dachte nach, so redet man nicht. Ich hasse diesen Spruch. Okay, gut, dann leg doch mal los. Das ist wahrscheinlich ein vor, dann nach da. Dann nach links. Dann geradeaus, zwei. Zwei nach vorne. Zwei, richtig. Dann drehen wir uns da. Drehen wir uns nach links. Dann nach links. Dann fahren wir einen vor. Jetzt weiß ich, dann fahren wir nach rechts. Ja. Dann fahren wir zwei vor. Oh, zwei. Ja. Spannend. Dann drehen wir uns um. Komplett. Und dann fahren wir einen vor. Nee, einen zurück. Und dadurch nach links. Und jetzt halt. Halt dich fest. Er war ein Zufall. Achso, nein. Ja. Klassischer Saugroboter. Ja, aber hier fahren die halt, ne? Aber klar, das war mein. Simulation. Ich habe meine eigene Karte bei meinem Deckfehler vergessen. Ich so, sie dreht und dann fährt sie zwei vor. Da stehen wir da. Wenn er dann nochmal eine Fahnenkarte, dann fährt er auf die links runter. Ja, dreht doch. Aber also ich habe ja die erste Drehung gespielt. Wieder alle einsammeln. Ja, das ist ein cooles Konzept, das sollte es mehr spielen. Also dieses hier, dass die Regeln auf der linken Seite stehen und das Spielbrett dann auf der rechten, ohne dass man irgendwas aufbauen muss, ja, das ist schon das, sehr geil. Das bringt mir überhaupt nichts, dass die Regeln da stehen. Wie soll ich dir das vorlesen? Ja, aber das ist halt, normalerweise gehst du, da steht ja nichts, was... Ne? Brettspieler sollten schon über Kopf... Ben meinte auch, dass... ja, das ist trotzdem mir zu anstrengend. Ben meinte auch, man sollte ja nebeneinander am besten sitzen beim Spielen, damit beide gleichzeitig in die Kamera gucken. Ja. Wenn du mal professionelle Streamer guckst, die machen das. Hm. Ja, die sitzen ja, aber eher so eine leichte Diagonale. Hast du heute auch bei dem Top 10 Video von Tom Wessel? Genau, aber du hast trotzdem insgesamt. Vier, ne? Du hast halt eine Diagonale gehabt. Wenn sie da zu zweit. wenn sie da zu zweit gesessen hätten, hätte einer da und einer da gesessen. Ja, aber nee, du fängst nicht an. Die beiden nebeneinander. Nee, mach's nicht. Stimmt, nee, pass auf, jetzt kommt was. Das wussten wir gerade da. Mhm. Und zwar... Darf ich bitte zuerst? Nein. 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 Aber das ist ja wirklich... Nein. Nein, okay. So. Und er redet was von so. Was machst du jetzt? Das ist völlig... Du weißt, wo sollen das und... Perfekt, glaube ich, das ist perfekt. Es ist perfekt, sagst du. Ja, es ist wirklich perfekt. Dann ist in Ordnung. Dann kann ich ja anschließend diese legen. Wahrscheinlich. Ja, ja, die und die und, ja, die, ja, und also die legen. Das ist wieder... das ist doch... So, jetzt Annika, komm. Also Annika, mein Geld. Aber wieso, ist doch gut. Und dann machen wir Schluss. Annika, wo ist nur noch eine Gelbe? Du legst jetzt die Gelbe und dann machen wir Schluss. Aber geht es so? Muss ich? Du musst eine Gelbe legen. Du musst eine Gelbe. Aber warte mal. Wobei, sie weiß dann ja, nö, sie kann auch mehr legen, wenn sie will. Ja, nächste Runde, auch das ist easy. Ach nee, eins. Und da müssen wir dahin. Ja. Was war das links drin, ne? Nee, aber okay. Ich will doch wirklich jetzt keine Dings spielen, oder? Du musst eine spielen. Du musst eine spielen. Und die eine. Aber ich will die doch nicht jetzt. Ja, du musst spielen. Eine gelbe spielen. Und du musst eine Karte. Du musst jetzt sozusagen die Karte spielen. Du hast eh keine Wahl. Und dann kannst du gucken, von da aus geht, ob du noch was. Und es kommt. Nein, aber, das ist gerade eigentlich. Geht ja was. Und das ist auch super, auch schön. Nee, Moment, das aber ist... Ach so, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, aber ich leg jetzt nichts. Ich bin zu kurz. Da. Und aber eigentlich müsste ich jetzt... Du hast gesagt, das ist schön. Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Das wird sicher auf Deutsch gehen. Ist noch kein Release geplant, glaube ich, aber würde mich wundern, wenn Asmodee das nicht auf Deutsch rausbringt. Aber dann drehen wir ja nochmal. Das Playhead. Das... Die haben sogar Schwungfedern rausgebracht. Ja, aber Schwungfedern war... Ich glaube, damit haben sie aufgehört jetzt. Die haben ja auch dieses neue Jahr auch nicht. Du weißt schon, wir dürfen da nicht mit Speed durchfahren durch die blauen. Ja, ja. Du da jetzt eine Vase runterholst. Da holst du ja keine Vase. Ja, wobei. Okay, kann losgehen? Ja, dann. Zwei nach vorne. Zwei nach vorne. Dann 180 Grad. 180 Grad. Zwei nach vorne. Ein nach vorne. Ein nach vorne. Ein nach vorne. Drehen nach links. Drehen nach links. Warte mal, wo sind. Bis hierhin war ich auf jeden Fall am Boss. Links, genau. Dann nochmal drehen nach links. Ein nach. Nochmal drehen noch. Wieso halten wir hier da? Ja, weil das meine Karte ist. Musste sie doch, das ist auch klar, dass sie die legen. Ach so, aber warum hast du die gelegt, ja, das hier, wenn du nicht? Die hat er gelegt.
Die habe ich gelegt. Ja, warum? Wenn du weißt, dass sie die noch hat. Ja, dann drehen. Das ist aber nicht so schlimm. Das passt schon. Guck mal weiter. Ich habe auch noch was gelegt. Dann fahren wir. Nee. Ein vor. Das ist nach vorne. Ah, doch, genau. Das Vorwärtsfahren. Ah, noch ein vor. Dann noch ein vor. Irgendwas fehlt. Jawohl. Also als nächstes fährt irgendwie mit 180 Grad. Ich sag doch, das ist überhaupt 180 Grad, aber ist egal. Das kommt darauf an, ob er damit anfangen kann. Ich hatte eigentlich, nämlich die Idee war eigentlich so zu fahren, aber offensichtlich. Darf ich dann hier spielen, bitte? Das eine war eigentlich nicht. Achso, oder anders. Ja, ja. Ich weiß nicht, wer das ist. Da war kein Rückwärtskant. Komisch. Du musst das denken, du musst das so mischen, dass ich wieder eine gelbe nach. Nein, die drei sind deine. Meine? Die drei obersten. Wieso kriegt er denn immer zuerst? Deswegen kriegt er keine gelben. Wieso? Weil er immer die letzten. Nein, die. Ja, aber die letzten kriegen jetzt auch die gelben. Eine. Eines. Siehst du? Nächste Runde? Dann gebe ich dir geb mal random. So, jetzt ruhig und denken. Ich will nicht. Halt, wir können ja. Okay. Vertrauen wir. Ich nicht. Nee. Aber die Frage ist halt. Darf ich? Ja. Danke. Okay, dann möchte ich gerne. Nee, ich möchte nicht. Ein Ego-Konto lösen. Warte mal, ja, ich mach okay. So ist besser. Ich würde dann gerne die da eigentlich spielen. Dann spiel sie. Weil. Also man darf also bis hier nur ohne Speed, ne? Also es geht halt verloren. Du musst hier stehen, ab hier kannst du wieder mit zwei Speed fahren, ne? Du bleibst da halt hängen, wenn du eine spielst, die weitergeht und quasi weil du dann gegenfahren darfst. Du rein, nicht reinfahren, aber rausfahren darfst du so schnell wie du willst. Genau. Okay. Deswegen habe ich jetzt. Nichts gesagt. Obwohl, vielleicht will ich eigentlich doch nicht spielen. Wir sollten jetzt hier an der Stelle wahrscheinlich einfach irgendwann mal Schluss. Wir müssen ja auch nicht immer haben, ne? Wir haben ja ein paar Runden Zeit. Wir sind gerade mal, also wir sind einmal gefahren, wir sind zweimal gefahren. Das ist jetzt auch, wie gesagt. Und mit weniger reden ist auch ein bisschen spannender. Gut. Also, das ist jetzt für mich kein Spannungs- und Unterhaltsspiel, aber okay. Okay. Fertig? Okay, dann. Hat jeder eine Karte gelegt überhaupt? Ja. Ich habe zwei noch auf der Hand. Okay, also 180 Grad. Dann ein geradeaus, dann noch ein geradeaus, dann drehen wir uns nach hier links, dann fahren wir ein geradeaus und dann fahren wir zwei geradeaus. Sehr gut. Oh, ich hätte. Nein. Alles gut. Weil dann hätten wir es ja schaffen können, sogar nach Hause zu fahren. Ja. Gut, aber das war, da war es jetzt tatsächlich sehr einfach. Ich hatte halt Angst, dass wir von der Wand wieder wegdorfen. Also ich vermute, das ist auch so ein bisschen, wie gut man es macht, wie viel auch mal im grünen Bereich fertig wird und dann wählen wir. Eine. Aber oder? Das ist jetzt. Eine. Wenn wir innerhalb von grün fertig geworden wären, wären wir am besten gewesen, nehme ich mal. Ja. Ach, wie ist das? Jeder muss jetzt einen legen, ne? Im Zweifel müssen wir dann Kurve fahren. Ja, aber jetzt drehen so, wir ne? uns ja hier nur. Ich hatte es zwei. Ja. Jeder muss eine Karte spielen. Jetzt ist, das ist das Problem, das wir jetzt nämlich haben. Naja, oh, ich möchte mit meiner gelben anfangen. Das ist. Ah, ja. Mhm. Nee, dann möchte ich, glaube ich, erstmal keinen legen. Dann mache ich die und. Achso, ich muss ja zuerst die gelbe legen, es geht ja. nicht. Du musst Kinder. Die, dann, ja, dann mache ich mal so. Ja, dann. Genau, ich möchte auch nichts weiter spielen. Ich möchte noch die und die spielen. Ja, warte, hier, ich will und dann lege. Und dann lege ich die. Und dann. Hey, ich glaube, die Regeln funktionieren nicht so, dass du so. Also gut. Zwei nach vorne. Ich habe mich jetzt eigentlich überdrehen sollen. Das wäre der Stelle. Und dann wird nur noch gedreht hier in irgendwelche Richtungen. Und dann haben wir es geschafft. Nee, das bitte? Bitte? Ja. Also was? Wir kamen wo stehen wir so denn jetzt an? Am Schluss? Da, wir gucken gegen die Wand. Okay. Glaubt ihr? Nee, ist richtig. Die Chance ist 20%, dass das richtig ist. 180 Grad. Wir haben keine Vase runtergeschmissen. Ja, das war gar nicht so schwer. So wie wir spielen, ist es auch schwer. Gut. Das, da braucht einer, ja. Ja, genau, also man muss halt nur einmal die Regeln erklären. Die sind ja halt sicherheitshalber nochmal. Dafür reicht es auch wenn meine Erklärung. Wenn wir an der Ladestation sind, ist die Mission eh direkt vorbei. Genau. Achso. So, dann könnten wir uphill oder. Das war grün, da war grün drauf. Ja, ja. Da, hier, ne, die Kante. Und die kannst du natürlich nur hochfahren mit zweier Speed. Natürlich. Ja. Das ist eine Kante. Die Regeln haben, das ist komplett sprachneutral, abgesehen von der Seite. Da ist ein Loch. Ach, das ist einfach gelb. Wir können da nicht reinfahren. Okay. Die nächste hat nichts extra. Doch, da sind gestrichelte weiße Linien. Warte mal, das ist.
Genau. Ne, wobei hier ist. Obwohl, das ist ja, oh, vergiss es nicht. Ist es das beste Zugprogrammierspiel, das es gibt? Das beste was? Zugprogrammierspiel? Nein. Ja, League of Legends müssen. Dieses. Er meint das, wo du die Max vs. Minions meinst. Max vs. Minions. Finde ich tatsächlich gerade nicht besser. Es kann auch. Das ist halt das ist ein schon anders hoch. Auch. Wir können ja mal das nächste machen. Ja. Bei Dings habe ich zu viel Runden, wo ich mich einfach nicht mehr als ein Feld wegbewege. Wir sind jetzt ein Nektar-Sammelroboter. Die Bino-Dones sind cool. Top, dann werde ich das früher mir ordern. Meine Tochter Hesi, was findest du am besten? Ist bisher geil, Hesi, aber Hesi auch Deutsch. Bino und Hund. Also machen wir jetzt Bino. Ich bin dagegen. Das ist also immer hinfliegen und zurückfliegen, hinfliegen und zurückfliegen, hinfliegen und zurückfliegen. Richtig? Werden wir gleich sehen. Ich habe eigentlich gedacht, die Biene habe ich auch noch nicht gespielt. Weil ich sehe hier große Bs und As und Cs und ich sehe kleine, das sind so Säckchen. Schick dem Verlag eine E-Mail, dass du es bestellt hast, weil du es hier gesehen hast. Das ist für die Reputation. Gute Nacht. Ja, du kannst es ja lesen. Und eine Übersetzung schreiben und einkleben. Das ist ein Legacy-Spiel. Und dir damit Englisch beibringen. Bee and Dog. Das ist ja witzig, ne? Die Buchstabierwettbewerbe heißen ja auch Spelling Bee im Englischen. Spelling Bee? Spelling Bee ist ja auch so für einen Buchstabierwettbewerb. Lest erstmal das Tableau der Biene. Lest erstmal das Tableau der Biene. When 12 collides with an obstacle or barrier, move the battery marker down one space. No! Wann? Jetzt mal, wenn wir was gegenfliegen. Was? After Twirl executes a forward 2 command card, she gains momentum in that direction. Hallo Sebastian, was? After the next command card is executed, naja. Move her one space in the direction of momentum. After Twirl collides with an obstacle or barrier, she loses her momentum. Sobald sie eine Vorwärtsfahren 2 Karte, wahrscheinlich auch eine Vorwärtsfahren 3, das steht ja nicht mit dabei. Sie kriegt, also wenn sie 2 vorwärts bewegt, kriegt sie Momentum, aber wenn sie 3er vorwärts bewegt, hat sie kein Momentum. Okay. Aber gut, streng genommen von den Regeln her, ja. Was ist Momentum? Oh, sie hat keine 3er vorwärts. Momentum, das ist, wenn du die Trägheit, wenn du mit einer gewissen Geschwindigkeit unterwegs bist, dann trägst du dich ja. Achso, du fährst einfach also weiter. Wenn die eine 2er Vorwärtskarte spielst, dann bewegst du dich 2 vorwärts. Dann wird die nächste Karte ausgeführt. Die kann ja sonst was sein. Vorwärts, drehen und so weiter. Sobald sie ausgeführt wurde, wird direkt nochmal ein Feld nach vorne bewegt. Okay. Egal welche Richtung. Aber nur beim 2er bewegen? Genau. Dafür gibt es aber auch 2 Karten. After the next command card is executed, move her one space in that direction. After Twirl collides with an obstacle or barrier, she loses her momentum. Wo hast du das Spiel bestellt? Oh, Online-Shop irgendwie in Deutschland. Also sie hat übrigens auch... Ja, also Fantasy-Welt oder wie das heißt. Oder natürlich in der Spieloffensive, Hashtag Werbung. Ja, aber ich glaube, bezahlt überhaupt. Es ist übrigens, sie hat das, sie hat auch jeweils eine Strafen-Karte. Ich habe übrigens festgestellt, ich muss in jedes meiner Videos Werbung bezahlt einblenden, weil ich habe ja immer das Banner von der Spieloffensive. Richtig. Also die hat auch 2 Strafe-Karten, links und rechts, sodass sich ihre Richtung nicht ändert. Ihr kennt alle Strafen, den Ausdruck, ja? Ja, ja. Was? Straven? Bisher nur auf Deutsch. Das ist, wenn du dich seitlich, also wenn die sich, die bewegt sich dann so. Ah. Ja, also sie ändert nicht die Blickrichtung, aber geht zur Seite. Und sie hat 3 Karten, auf denen ist ein Stern. Das ist, mit den Sternkarten nimmt sie etwas auf oder wirft es ab. Sie kann maximal ein Objekt pro Runde halten. Den Hund. Und sobald sie ein Objekt korrekt abgeliefert hat, kann es nicht wieder aufgenommen werden. Also sprich, wir fliegen dahin, dann müssen wir auf dem Feld stehen, die Aufhebenkarte spielen. Und dann müssen wir damit, wenn das A ist, zum Beispiel zu A fliegen und es damit der Sternkarte fallen lassen. Und wenn wir irgendwo gegenfliegen, verlieren wir Runden. Mhm. Wir werden das niemals schaffen. Wir haben uns ja nach den Regeln getreu eingegroovt, so, deswegen schaffen wir es jetzt ohne Probleme. Ja, noch gar nicht gegen die Regeln verstoßen bei den ersten Sachen. C. Okay. Nee. Nee, also da müssen wir hin. Ach, da fangen sie an und da müssen sie hin. Was ist das für eine komische Sammelbiene, die das verteilt anstand. Quirky Circuits. On the matching spaces. Genau, da steht halt, hier sind ja die Blümchen. Ne? Und das sind sozusagen und die Blümchen. Die müssen wir zusammenbringen. Wo wir hin müssen. Da sind die Blumen. Das ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich unlogisch, dass eine Biene das verteilt, anstatt es an einem Punkt zusammenzutragen. Aber gut. Da sind die Blumen, das stimmt.
Und jetzt gibt es auch neue Karten. Guide. Die sind nicht so schön, to feed the animal and plant the seeds, but watch out for those greedy ants. They will try to steal everything they can. Wir machen gar nicht irgendwie Nektar. Wir sammeln keinen Nektar. Wir verteilen. Wir pflanzen was. Wir füttern irgendwas. Ja. Okay. So, jetzt mal für mich, wir müssen erst. Obwohl, oder? Wir können ja gleich die nächste Level eigentlich machen von Crow. Nee. Ich glaube, das wird schon relativ hart werden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe von diesem Spiel bis heute einmal kurz was gehört, wenn es Marcel die Experte. Das wird es irgendwo online geben, muss einfach. Also, aber es gibt halt auch relativ teuer, dadurch, dass es nur als Import ist und die Playhead Games sind immer relativ teuer. Genau, Brettspielangebote.de oder so. Also hier, wenn du eingibst Quirky Circuits, dann bekommst du sofort Amazon, Milan-Spiele, eBay. Also hier an diesem Tisch steht sitzt geballtes Spielewissen an der Stirnseite. Macht mal direkt zwei Missionen weiter. Nee, wir machen jetzt. Nee. Du hast doch alles irgendwann mal in den Fingern gehabt, oder? Oder Videos geguckt wahrscheinlich. Nee, er hat das alles gespielt. Er hat das auch mal schon da, bevor es das gibt teilweise. Wo ich mich frage, wie macht er das? Und woher kennt er immer den geilen Scheiß? Obwohl Planet. Warum macht er kein Video? Er hat auch gesagt, Planet Apocalypse, das ist Sandy Meyer Game, von dem das Cthulhu Wars gemacht hat. Das ist so gut, ich sollte es ihm unbedingt sofort abkaufen. Ja. Aber Call of Cthulhu ist wirklich. Das ist eines der besten asymmetrischen Spiele, das ich bis jetzt gespielt habe. Schon gut, mit der richtigen Gruppe. Call of Cthulhu? Ist Cthulhu Wars. Cthulhu, ja. Entschuldigung, Call of Cthulhu ist das. Fällt mir weiter. Ja. Haben wir jetzt aber alle gleich. Warum sind die nicht gesleept? Das sind. Nee. So, für mich ist nochmal, was machen die? Mit so Material 18. Kann ich nicht arbeiten. 18, das heißt, du müsstest. Wo ist das Tableau? 2. So, du wolltest jetzt gar nicht darüber reden. Gar nichts, ja? Du wolltest es jetzt mindmäßig spielen, ja? Okay. Müssen wir nicht erstmal uns synchronisieren? Nein, das war ein anderes Spiel, aber ja. Aha, Karl. So. Das war picken, ne? Pick it up. Mhm. Ja, und das kann auch drop it down sein. Bedenkt bitte, was auf der Anleitungskarte stand. Was denn? Momentum. Momentum und natürlich auch das mit dem Aufheben und Abheben. Also ich möchte jetzt nicht auf was Spezielles auf der Karte hinweisen, aber bitte alle Regeln der Figur. Soll ich die Regeln nochmal zusammenfassen? Ja, bitte. Also, when twirl mit einer... Mach's auf Deutsch. Ja, bitte. Habe ich doch gerade gemacht. Das, nee, und, das when twirl. Und zwar reimend. Achso, wenn, also du hast auch when. Ja, mach weiter. Wenn twirl mit einem Obstacle oder Barrier, also eine Barriere kollidiert, dann geht der Batteriemarker hier ein Feld runter. Nachdem sie das Vorwärts-2-Kommando gemacht hat, bekommt sie das Momentum in die Richtung. Das heißt, angenommen, das hier sollte eine Zweier-Vorwärtskarte sein und das hier eine... Irgendwas anderes, ich gehe auf oder so, dann würde er sich zwar hier bewegen, dann dahin und dann da aufheben, richtig? Nee, nach dem nächsten Befehl. Nach oder vor? Nach dem After two executes a forward two command. After the next common card is executed, move her one space in the direction of the momentum. Okay, also erst würde die ausgeführt werden und dann würde es einen vorfahren. After two collides with an obstacle or barrier, she loses her momentum. Genau. Warte mal, was ist das? Aber das heißt, behalten wir das Momentum die ganze Zeit über, bis sie... Nein, nur after the next command card is executed. Und dann ist das Momentum noch weg. Dann ist es vorbei. Mhm. Okay, dann ist ja gut. Können Sie Wasser haben, bitte? Ich spiele mal die. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, dann würde ich nämlich die spielen. Scheiße, ich muss immer noch einen spielen. Hier, und du hast ja auch nur Obstacles, gibt es ganz wenige, ne? Naja, das ist auch bitter nötig. Wir müssen ja dreimal hin und her fliegen. Ja, wir wollen ja eigentlich dadurch, ne? So, warte mal, ihr habt da. Wir müssen den dahin bringen, den dahin. Rein? Ich reiche das Wasser gerne. Danke sehr. Also. Schön, dass du ihm das Wasser reichen kannst. Ja. Ich habe darauf gewartet, dass ihr überhaupt noch einstellt. Ja. Dann bestell doch bei Mila an. Was für Karten sind im Deck? Wir haben dreimal geradeaus, also könnt ihr hier auch sehen, ne? Dreimal geradeaus 1, zweimal 2 vorwärts, ne? Gibt's doppelt, zweimal zurück, einmal rechts, einmal links. Das ist nicht abbiegen, das ist seitlich, strafen. Halt. Ah, okay, interessant. Wir fliegen so. Ach, guck mal, hier gibt es sogar einen Momentum-Marker. Also auf Amazon
bestelle ich nur, was ich muss, also fast alles. Und wenn, dann über Partner. Immer nehmen. Ich habe übrigens ja relativ wenig DSA. SmileAmazon.de, wo man dann irgendwie 0,03% an einen sowas wie UNICEF spendet. Genau, und wir wissen ja, dass UNICEF einen Spenden macht, also die Partner den natürlich benutzen. Ich habe relativ wenig DSA-Bücher da. Also, das Momentum heißt, okay, er geht erstmal zwei nach vorne. Dann macht er die nächste Aktion und danach und geht er noch zwei in die Richtung. Nee, ein. Ein in immer die Richtung, nur. In die Aber das liegt ja einfach nur zur Erinnerung. Wir legen das ja nicht irgendwo dazu. Achso, doch, in dem Moment, wenn du zwei aufgedeckt und legen wir einfach den Marker auf die nächste Karte, um es nicht zu vergessen. Ja, kann man machen. Aber ja, ich glaube, diese Komplexität werden wir wahrscheinlich schon auch ohne Marker hinkriegen. Sagt er jetzt. Der Gag ist, du darfst etwas nicht vergessen, um etwas anderes nicht zu vergessen, ist ein bisschen schwierig. Ja, genau. Aber ich finde das hier schon, also wenn es noch komplexer wird, dann atmet es langsam in Arbeit aus. Naja, irgendwie hieß es im Einführungstext, aber die Ameisen stören sie dabei. Also, ich wette, aber der, das ist jetzt trotzdem Abbiegen hier? Es gibt auch Abbiegenkarten. Es gibt auch das normale Abbiegen, aber es gibt auch... Genau, ich habe die gelegt, ne? Es gibt... Das, ja, aber die Slide-Karten sind dann auch bei denen hier dabei, ne? Können auch da liegen noch, ja, richtig. Das weiß ich natürlich. Mhm. Slide-Karten. Mhm. Wie viele Slide-Karten haben wir denn? Jeweils eine. Eine für jede links, Richtung, ne? Eine. Ah ja, und das sind aber diese hier oder diese hier? Okay. Das werden solche sein, das ist ja so ein Pfeil. Ich glaube, im Solo-Modus ist der Schwierigkeitsgrad aber ganz angenehm. So, ich wollte so eine, so blub, blub. Ich habe es mit meiner Tochter mit 5 Jahren haben wir es auch mit offenen Karten gespielt, was war aber aufregend genug. Nein, nicht die. Du hast bestimmt mal so getan, so, oh, ich spiele jetzt die Karte, die nicht gepasst hat. Nein, 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 nein. Ja, also, aber es war dann ganz süß, weil sie halt wirklich dann so... Und dann hat sie ja immer, sie hat dann immer, ist immer um den Tisch rumgelaufen und hat mal gesagt, deswegen sitze ich ja manchmal so. Also ganz einfach, ich kaum ja. 30 Jahre später hast du es ganz genau so. Das ist falsch. Das ist ja ein Kreislauf, ne? Wobei, hätten wir auch mal zu reden sollen, Rogue for the Galaxy um 20% reduziert. Sag, in einem Schreiben. Aber 20% ist, klingt, was sind 20%? 10 Euro? 10 Euro, wenn es. Das haben nicht alle Leute so viel Geld wie du, Karl. Das stimmt, die haben in der Regel mehr, ja. Ja. Also, The Mind sehe ich hier jetzt noch nicht drin. Was? In dem Spiel. Oh Mann, ich könnte jetzt. So wie wir es spielen halt. Ja, es fehlt noch die zärtliche Berührung, aber das ist ja, Corona auch unpassend. Du musst die Karte spielen, aber darfst nicht hingucken, sondern musst dabei die Augen ganz an. Nee, man braucht jetzt so eine Karte. Du musst in die Augen dessen gucken, von dem du möchtest. Das ist innovativ. Das ist innovativ. Ja, eigentlich nicht. Das ist nur eine Kombination von zwei bekannten Mechaniken. Wenn ich irgendwer noch eine Karte spielen, bevor ich was spiele? Gibt es irgendeine komplett. Wann ist das letzte Mal von einer komplett neuen Mechanik, wo du denkst, ich weiß nicht, woraus das abgeleitet hast, ich weiß nicht, dass es eine Weiterentwicklung ist. Das ist jemand aus dem Hirn gefallen, wie bei Einstein die Relativitätstheorie. Legacy ist ganz... Aber, Legacy ist ja keine Mechanik in dem Sinne, sondern es ist eine dauerhafte Veränderung. Ja, aber es macht ja nichts. Trotzdem ist es... Es ist etwas richtig Neues. Rollenspiel hat ja auch keine Mechanik so richtig, sondern das ist ja auch sozusagen so... Da würfelt ein Rollenspiel? Nee, macht nichts. Verschiedene Arten von Würfeln, also verschiedene Arten von Wahrscheinlichkeitsbeeinflussungen. Ja, aber das, ich finde es trotzdem... Also das ist schon... Legacy ist schon irgendwie eine kreative Idee. Es ist ein neues Idee. Element. Genau. Da bin ich sofort bei dir. Aber ich rede jetzt von diesen... Mechanik, also dieses effektive. Aber was ist Mechanik? Mechanik ist alles neu. Ich fand, also den Deckbuilder ist zum Beispiel der letzte. Oh gut, das ist jetzt natürlich. Und es ist auch keine neue Mechanik. Dass du dir ein Deck baust, gibt es schon seit Magic. Ja, aber das ist während des Spiels. Das ist keine neue Mechanik. Schlag mich, aber ist, wenn ich. Wenn ich irgendein Spiel. Ich mache mal jetzt ein schlechtes Beispiel, aber es gibt ja Spiele, bei denen ich mir entscheiden kann, Karten abzuwerfen oder Karten zu ziehen. Was weiß ich, wenn du hier. Romy, legst du doch bestimmte Sets raus. Mhm. Und wenn du dann überlegst, na, stattdessen ziehe ich eine Karte und dann baust du, dein Deck ist das, was du in der Hand hast. Insofern baust du da auch Decks, die du dann, damit du irgendwas anderes effektiver ausspielst. Das ist ja deine Kartenhand bauen. Das ist Handkartenmanagement. Wenn mein Deck ist, weil es, wenn ich durch, das muss sich durchzirkulieren. Ja, wobei, aber wenn du spielst, wo du das ganze Deck einfach gleichzeitig in der Hand hast. Dann ist es kein Deckbauspiel, das ist ein Handkartenmanagement-Spiel. Aber sie sind verwandt. Darum geht es ja gerade. Ja, wir spielen mit Karten, ist verwandt. Wir werden als Honks bezeichnet. Was? Wo? Weniger saufen beim Spielen? Nee, man sieht, man meint nicht, weil wir es falsch spielen. Das war auch mehr Witz. Ach da, ja.
Vielleicht sollte man doch mal den Bannhammer machen. Wir synchronisieren. Was ist mit dem Bannhammer? Ja. Mal so ein Timeout tut da gut. Nein, aber es kann natürlich schon wirklich, wenn man das so spielt, dann ist es bestimmt auch lustig. Ja, aber man kann das Spiel ja genauso spielen, wie man es gerne macht. Also gerade machen wir ja gar nicht. Klar, ich finde solche Spiele nie gut. Wir haben gerade zu diesem Karten dann 0 gesagt. Aber wir können ja ab und zu mal... Also Karl, was war deine Lieblings-DS9-Folge? Wir haben zu deinen Karten gerade 0 gesagt bisher. Ja, eben. Ich fand es auch gut. Ich mache einen Vorwurf. Nee, wirklich, das ist wirklich gut. Nein, super. Wir spielen das gerade genau wie gemeint. Ja, wir haben sogar durchgespielt. Wir reden hier über was weiter, über Fußball. Zwei nach vorne. Ui! Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. So eine Überraschung. Aber nee, die steht ja jetzt drauf da tatsächlich. Ja. Was könnte das sein? Dann aufheben nimmt sie einen auf, richtig. Ja. Die sind halt sehr gut dafür und zu zeigen, und dass man. Sie hat natürlich ein Momentum und deswegen fliegt sie nochmal in die Richtung. Mhm. Und jetzt dreht sie nach links. Das ist eine Linksdrehende. Und dann fliegt sie 1-2 nach vorne und damit steht sie dann am Ende hier. So, ganz einfach. Warum? Und dann hat sie natürlich noch. Oh! Nee, leider nicht. Offen. Aber das wäre halt das. Das wäre ein drauf. Passt doch. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, doch, das ist ja zu Hände. Schon, aber die hat so Hände. Die muss das in die Hände nehmen. Aber das ist. Doch, du hast recht. Aber das hätten sie ein bisschen weitermachen können. Das ist. Ja, das ist nicht so gut. Aber das habe ich nicht fester gekriegt irgendwie. Ja, das ist. Spricht was ab. Das wird gar nicht so einfach wieder aus Hand zu nehmen sein, aber egal. Backbuilding ist ja auch nur eine Variante von Deckbuilding. Und jetzt ziehen wir wieder auf, ja? Und jetzt mischt der Ben hier wieder. Also ich und wieder. Wir ziehen. Achso, ja, Backbuilding. Eine? Also Backbuilding ist eine? Wie, wenn ich von einem Nachziehstapel ziehe, bloß dass ich also aus dem Beutel fische. Nee, weil du mischst ja den Beutel jede Runde. Und den Nachziehstapel mischst du ja nicht jede Runde. Je nach Spiel, bei Altiplano spielst du. Aber du weißt nicht, was in deinem Nachziehstapel ist. Und dementsprechend ziehst du ja trotzdem zufällig. Aber der Mischeneffekt? Nee, weil du hast ja die Sachen, die du reingetan hast, in dem Moment gerade just. Ich habe dir schon eine gegeben. Die sind dann auch schon in der Runde schon drin. Also dann müsstest du den Nachziehstapel jede Runde ziehen. Das kommt auf das Backbuilding-Spiel an. Ob da Sachen gleich wieder reinkommen, bevor du wieder ziehst. Ja, bei Altiplano nicht, aber Altiplano ist auch kein echtes Backbuilding. Du musst schon die obersten beiden nehmen. Ich habe jetzt 4 Karten auf der Hand. Ja, also, aber die gelben Karten kommen erst noch. Okay, jetzt safe. Was haben wir in der Hand? Wir haben ein B in der Hand. Ich frage ja nur, was in der Hand haben. Wir haben ein B? Oh. Ist ja wichtig zu wissen, siehst du? Nee, Bebop, wenn du Bebop was sagen musst. Bebop! Bebop. Bebop? So ist aber wirklich cool, das merken wir nämlich gerade. Das ist wirklich so, weil ja keiner Fan das Optimale hat. Das heißt, jetzt müssen wir uns. Hallo, wir machen das mal weiter so. What's up? Ich würde sonst hier. Ich könnte. Warte. Kann ich hier warten? Was gibt's? Okay, ich muss auch mal gucken, wie viel haben wir denn davon? Aha. Okay. Ah! Oh, eieiei. Ui. Okay, ich spiele nichts mehr. Du musst. Ach, verdammt. Ich erinnere an die Regel, dass. Nee, warte. Ja. Warte. Darf ich vielleicht? Jetzt darfst du. Gibt's hier einen U-Turn? Gibt es. Motorrad ist auch eine Variante von Fahrrad, das ist richtig. Halt mit dem Motor dran. Diet, aber du hast ja Momentum unter Umständen auch genommen, ne? Ach, Momentum ist ja auch noch. Und dann ist so. Aha. Mhm. Na, dann machen wir weiter. Hast du hingelegt schon? Ich meine, ich frage ja nur, ist das sozusagen. Ich habe noch eine Karte auf der Hand. Naja, du sollst es ja so anzeigen, meine ich ja. Nur regeltechnisch. Was soll ich anzeigen? In dem Moment, wo du die Karten hinlegst, zeigst du an, ich spiele keine Karte mehr. Wie? Indem ich die ablege? Ja. Achso, ja. Das kommt ja darauf an, ich weiß ja noch nicht, was die anderen spielen, oder? Das entscheide ich doch erst dann irgendwann auch, ne? Also ich kann auch warten, bis du noch was gelegt hast und dann sagen, ich lege nichts mehr, oder? Ja.
Wenn man meint, keiner soll die Karten mehr, keiner soll mehr eine Karte spielen, dann soll man die Hände auf den Tisch legen. Das steht da, glaube ich, nicht so. Doch, Hesi hat das schon zweimal gesagt, das steht auch 100% so. Bei Hesi gehe ich aber auch davon aus, dass das einfach... Bei Hesi gehe ich davon aus, dass es 100% also, stimmt. Also, ja, das ist halt, also man soll halt anzeigen, dass man keine mehr spielt, die man ach so, da. Aber es das heißt nicht, dass man sich daran halten muss. Mhm. Also zumindest das. Und man kann auch anzeigen, dass man denkt, dass keiner mehr eingespielt soll, indem man beide Karten einlässt. Ich hatte das noch nicht gesehen, dass er da noch was geschrieben hatte. Das, was er davor geschrieben hat, war in einer Form formuliert, dass ich mir denke, okay. Aber ja, das klingt wie eine. Hast Liga. Du schon eine gelegt, Annika? Nein. Dann. Ich hätte gern. Hesi, ändert sich das, je nachdem, welches Vieh man gerade spielt? Ah, nee, man spielt ja immer Roboter, ne? Sie muss doch. Sorry. Sie muss noch eine legen. Ja, es ist voll Latte, ob ihr eure Hände reinpackt oder nicht. Nee, das mache ich nicht. Aber es ist halt, die Karte ist ja tatsächlich Latte. Wenn ja, wenn das nicht passiert, ja. Und denk dann, wenn wir dagegen fliegen, verlieren wir hier Zeug, ne? Mhm. Oh, ja, okay, das ist egal. Passiert eh gleich. Eigentlich, wenn du dann siehst, was es ist, dann sollte das hier auch logisch sein. Oh, warte mal, darf ich mal die Karte nochmal sehen? Zweifel. Glaube ich, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann flieg nirgendwo gegen und dreh einfach nur. Ich dachte, sie hätte das eine auch noch. Aber sie hat dafür das andere nicht. Es ist nicht dazugekommen, sondern es hat es ersetzt. Ich muss immer kurz gucken. Da, schon immer. Dann, okay, jetzt bin ich gespannt. Annika, bist du fertig? Ja. Nach vorne, eins. Nach vorne, zwei. Und Momentum. Das ist nicht so gut. Warum hast du denn das gemacht? Ja, gut. Es war doch klar, als er die hier gespielt hat. Ja, aber warum? Jetzt verlieren wir Energie. Ja, aber dadurch. Ja, aber das habe ich ihm ja nochmal versucht. Dann, aber der Punkt ist halt auch jetzt garantiert wir, erledigt. Jetzt drehen wir, geben wir die ab, genau. Dadurch geht die Biene hier fast aus dem Leim. Und dann anschließend drehen wir nach links, oder? Genau. Nee, eben das, genau das tun wir nicht. Ja, das habe ich gedacht. Aber sie verliert nur Momentum. Wenn du wogegen kommst, geht das runter und der Momentum geht weg. Sie hat nämlich nicht die Drehmechanik. Das dachte ich nämlich auch. Oh oh. Richtig. Ich habe auch gedacht, es ist dazugekommen, okay, aber ja, ist stimmt. Nicht. Aber ist sie verliert nur einen Energie, ne? Habe ich schon gemacht. Okay. Ja, toll. Aber dann ja. Ist es jetzt einmal in diese Richtung. Wie alt ist sie denn? Schön große Zeit. Einmal in diese Richtung. Zack. Und jetzt so? Nochmal in diese Richtung. Zack. Ja, und das verdienen wir. Mhm. Ja, halt noch nicht. Also, vielleicht ist ja auch alles hin. Stimmt, jetzt zu sein. Einen zurück, aber zurück verlieren wir jetzt sozusagen. Ja, das ist einer. Und jetzt einen nach vorne verlieren wir auch einen. Oh, ja, das war der Denkfehler, weil genau. Ich aber auch das nicht. Woher wusstest du das in dem Moment, aber vorher nicht? Er hat es nochmal nachgeguckt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Halt. Weil dann kann ich, vielleicht ist es ja nur das und nicht dazugekommen. Es ist halt nicht dazugekommen, es hat es ersetzt. Aber ich dachte mir, es ist besser, vielleicht eben auch nee, eine Energie zu verlieren. Nee, nur der Rombard sich nach links, die Biene nicht. Richtig. Das haben wir auch schon. Verzögerung, ne? Aber ich fand es halt, dass mit dem zweimal fliegen und eine Energie verlieren, insofern nicht so schlecht, aber trotzdem haben wir es garantiert dahingelegt. Du, das muss da liegen bleiben, oder? Ja, weil dafür könntest du aus Versehen wieder aufheben. Aal, mach mir die Dächer nicht. Also, uns interessieren. Warte, in welcher Welt ist denn das realistisch? Einer. Drei. Jetzt habe ich zwei übrig. Ja, weil zwei übrig bleiben. Das sind jetzt 18 Karten insgesamt. Habe ich nachgezählt schon und dann dementsprechend. Ich möchte so. So. Okay, ich weiß, wo sie hin will. Wo sind wir? Da sind ich will nicht anfangen. Oder? Nee. Ich fang an, bitte. Ihr macht jetzt erstmal. Ihr guckt mal eine Runde zu. Ich sag doch nur, ich fang an. Ihr guckt mal eine Runde zu, wie ich spiele. Man muss sich da synchronisieren. Ja. Er macht das schon sehr wichtig. Nein. Wenn jemand sagt, sollte man immer aus Prinzip weitergehen. Auf jeden Fall nicht. Okay. Okay. Oh shit. Shit. Ah doch, alles schön.
Und ich würde jetzt sagen, ich spiele jetzt das. Ja, aber so nett reden darf man ja miteinander. Ich spiele eine Karte. Es ist so, man soll es ruhig spielen. Mochtest du mehr Quark oder mehr Odo? Kennst du die Folge, wo die in den 60er Jahren auf der Erde landen? Nee. Die ist super. Also man lacht ja bei solchen Spielen, man sagt, ja, wir können das ja auch so machen, aber wenn man es wirklich mal so spielt, wie es intended ist, dann merkt man dann meistens man so nach ein, zwei Runden. Ist auch nicht so schlecht, ne? Ist auch ganz geil. Ja. Wer hat zuletzt was gespielt? Ich. Man muss immer die Stimmung des Tisches lesen. Aber ich kann übrigens nicht mehr spielen, von daher. Nee. Du musst dazu sitzen bleiben. So, du bist du der Meinung, dass wir nichts mehr spielen sollen? Nein, ist ja klar. Ist alles gut. Man kann abgeliefertes nicht mehr aufheben. Okay, dann nicht. Wäre aber witziger, wenn es ging. Sechs. Und schon fern. Zockt King of Tokyo, Herr der Träume. Herr der Träume mit sechs finde ich krass. Also mein war ich stolz, als er. Ich glaube, da war er aber schon fast sieben, oder? War der. Wie lange? Wer ist denn das Herr der Ringe? Herr der Träume. Auf Deutsch, letztes Jahr zum Messe, vorletztes Jahr, im Frühjahr. Ich glaube, letztes Jahr zum Messe. Also vorletztes Jahr zur Messe. Nee, im Frühjahr. Habe ich es mir dann nachgeholt. Genau. Also da war meiner. Ja, meiner irgendwie so wahrscheinlich sieben und ein paar Monate. Marcel, das ist nur so, wenn man Kinder genug Härten aussetzt, dann werden die viel schneller erwachsen. Nee, aber er hat schon irgendwie auch. Es gibt Leute, die also haben, die schon die haben so mit fünf Minuten gearbeitet. Und die haben sich auch nicht beschwert. Gut, ich muss mal gucken, wo wir. Aber Karl muss noch einlegen. Ihr habt alle schon gelegt, ja? Ich sag ja nur, weil das ist ja. Er muss ja noch. Ich darf jetzt nicht mehr. Doch, er muss ja noch. Okay, klar. Ach, Eclipse. Okay. Schwimmen wir noch. Okay. Wie? Du musst. Nee, ich kann, aber nicht. Wie? Ich glaube nicht, dass Karl noch durchhält, dann Eclipse. Karl geht um 10 Uhr ins Bett. Um 10 Uhr vielleicht also nicht, aber ich bin länger wach als Eike. Ja, manchmal geht er ins Bett, wenn ich auch stehe. Möchte noch. Oder wenn du Mittagspause machst. Oder das. Ja. Nee, da steht er dann vielleicht auf. Außer. Das Rezept ich kann die ja jederzeit wieder aufheben. Oder? Also ich lege jetzt mal hin, zur selben aber Zeit. Ich kann sie wieder aufheben, falls noch irgendwas kommt. Das ist jetzt in der Regel nicht explizit, aber man. Man zeigt damit an, dass man keine Karte weiterhin legen möchte. Ich meine, wir haben nicht mehr so viele Runden. Das sehen wir alle. Na gut. Sind wir zufrieden? Ich glaube ja. Gut. Das haben wir gesehen. Einmal nach rechts. Zack. Zwei nach vorne und ein Momentum. Ja, das war klar. In die Richtung. Mhm. Dann einen nach vorne und mit dem Momentum noch einen weiteren. Und dann nehmen wir das Ganze auf hier. Ja. Irgendwie sowas hier. Das hätten sie schade. Das ist ja ganz. So, und dann seid ihr dran. 180 Grad. Mhm. Wer hat das gespielt? Dann einen nach vorn, zwei nach vorne. Ach jo. Ja. Ist doch gar nicht so aber doof. Wir wollen, das ist A. Alles richtig. Perfekt. Ja, das habe ich auch antizipiert, dass das gespielt ist. Und dann gehen wir einen runter. Und weiter geht's. Das lief ja schon ein bisschen besser. Das davor war auch super. Ja. Wer kriegt wie viel? Zwei. Ja, ich krieg auch zwei, eigentlich habe ich es gar nicht. Karl kriegt eine? Egal, ich habe das sind ja keine gelben drin, von daher ist es. Also, das müssen wir geguckt haben, also müssen. Auch wenn man vielleicht weniger reden soll, es bleibt ein kooperatives Puzzlespiel, das man zusammen lösen soll. Also, ja. Insofern hast du es sehr gut beschrieben. Nee. Ist das nicht kooperativ? Doch, okay, aber dann muss ich andere Karten spielen. Da hat was recht und du bist super schlau. Danke. Der ist synchronisiert genug. Oh Gott. Verschleicht wer durchaus. Das macht aber keinen Sinn. Das ist.
Carlo. Nee. Doch. Psst. Warte. Also, psst. Ach komm, die Karten der anderen kann man ruhig kritisieren. Da ist so viel Spaß am Spiel weg. Nee, mach doch. Ich. Musst du noch was legen? Ja eben, ich muss noch was legen, Karl. Mach doch. Ich habe nicht die Hände auf dem Tisch, oder? Das schleicht mir nichts aus. Die Sternkarten sind halt hier das, was so. Ja, das ist das. Gibt's bei The Mind so Koordinierungspunkte zwischendrin? Nee. Du hoffst halt noch, dass es richtig ist. Ja, gut, aber. Wenn es vorher schon irgendwo falsch geht, ist auch scheißegal, ob es mehr falsch ist. Ja, ist nicht scheißegal, aber mehr gegen Wände fahren, so ist doof. Aber fliegen, Entschuldigung, ich wollte fliegen sagen. Ich wollte mir gleich dreimal Haferflocken gekauft. Sehr gut, dann müssen wir erst wieder Montag weg. Nee. Memento, Momento. Spiel mit einer Rückwärtslauf. So, hier. Sind wir uns einig? Ja. Also du drehst dich, weil ich sage hin, du drehst dich hier, ja? Ja, war mein Plan. Dann fährst du zwei vor weiß und kriegst Momentum. Ich gelegt. Genau, gib Momentum, dann eins drehen und eins vorwärts. Momentum ist in die Richtung. Nein, Momentum ist doch dann, nachdem die Aktion ausgeführt wurde, vorwärts bewegen. Nein. Deswegen sage ich auch, das war... Ach, deswegen ist der Fall da. Ich hatte das so verstanden. Tut mir leid, wir müssen das schon so verstanden ja haben. Spielen. Du hattest das auch so verstanden, ja, oder? Dass der dann in nein, Folge es ist ja halt, aber wie stimmt, du es ja vorher gesagt hattest, es ist die, wenn man die das, Trägheit. Wenn ja man die Regeln richtig liest, dann steht dann auch in the direction of... Deswegen gibt es den Pfeil... Jetzt verstehe ich auch, wofür es den Pfeil gibt. Ja. Der ist dafür da, die Richtung sich dann zu merken. So. Aber andererseits spielst du ihn auch erst aus, wenn... Ja. Klappt, dann ist auch vorbei. Mhm. Dann ein geradeaus, dann droppen wir. Ja. Dann drehen wir uns. Um 180 Grad. Jawohl. Und dann fliegen wir einen weg. Jawohl. Sehr gut. Ja. Können wir das wieder aufsammeln? Ja, und, ja natürlich. Wie lange ist das Spiel? Also offensichtlich ist zu viel für uns. Das hat keiner erzählt. Das ja nicht. Aber das war doch... Nee, mir nicht. Das stimmt, so funktioniert die Momentum. Ja. Aber ich hatte es in meinem Kopf einfach assoziiert mit Vorwärtsfliegen. Das ist das Problem mit englischen Regeln. So, merke ich was? Ich krieg drei. Lass mich nein, zuerst. Nein, lass bitte mich zuerst. Nein. Lass mich zuerst. So. Das hätten wir auch echt. Das. Ist am sinnvoll. So, okay. Dann. Hm? Aha. Ach so. Okay, dann haben wir. Ja, die Frage ist. Okay, vielleicht so. Genau, das ist die Frage. So. Okay, vielleicht sind wir so. Dann könnte ich. Es gibt kein Vielleicht, finde ich auch. Wenn Karl das so legt, dann hat er ja alles bisher. Ja. Dann sind wir da. Oh, warte mal, dann könnte ich vielleicht... Ach nee. Und ich hatte halt auch beide Aufhebenkarten, ne? Insofern. Hier kommen drei. Ah, es gibt drei? Ich dachte, es gibt zwei. Steht aber auch da. Stimmt. Aber so ist auf jeden Fall... Das war schon ganz gut. Jetzt weiß ich auch, warum du nein, nein, nein gesagt hast, wenn du die dritte Karte hast. Ich kann nicht... Ja, ich verstehe. Ach doch, ja, Du mein. Warte. Dabei fühle ich mich mit dir gerade eigentlich so warte, überhaupt warte nicht. Warte. Nein, das ist unglaublich. Okay, sagen, warte, ich die ist auch von dir, ne? Nimm mal erstmal und überleg mal nochmal, bevor du legst. Ich wollte gerade sagen, dabei fühle ich mich gerade mit ihm eigentlich gar nicht von mir. Warte. Und du siehst es schon richtig rum, ja? Nee. So. Das ist richtig. Bin der Meinung, das ist richtig und wenn doch, dann habe ich kein ordentliches Vorstellungsvermögen. Okay. Warte, jetzt aber ihr wisst auch, dass wenn wir irgendwo gegenrammeln. Aktuell rammeln wir irgendwo gegen. Aber. Okay. Wir fanden es tatsächlich beide nicht so schlecht, wenn wir den Endkampf auch nicht gespielt. Zank dumm. Dumm, dumm. Dumm. Wir wollen ja alle eine Karte spielen, ne? Dumm.
Das ist solche Taten nicht so empfehlen. Nee, aber. Falls er sonst. Ja, das finde ich schrecklich. Nee, ich würde jetzt vielleicht. Jetzt ist der Zug aufgefallen. Kannst du nochmal spielen? Ja. Nee. Nein, schon. Ah, jetzt. Wir spielen zum ersten Mal eine Karte, die ich im ganzen Spiel noch nicht gesehen habe. Jetzt habe ich es kapiert. Aber die hatten wir wirklich im ganzen Spiel noch nicht. Ich hatte die noch nicht auf der Hand und nix. Deswegen. Aha! Das ist ja aus. Aha, aha, aha. Dann habe ich es jetzt. Okay, aber das heißt. Dann weiß ich es jetzt. Pass mal auf, dann machen wir mal Folgendes. Wir machen mal so und so. Und vorher machen wir noch tatsächlich so. Okay, 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 Moment. Jetzt. Vielleicht machen wir jetzt so. Und macht euch nicht in euer Hüßchen. Da gibt es so viele Möglichkeiten jetzt. Ich muss noch wieder spielen. Ich. Annika halt. Ah, ist gut. Und ich habe sehr die Sorge, dass wir irgendwo gegen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ist. Wenn du Sorge hast, dass wir irgendwo gegenrammeln, dann. Spiel eine Drehkarte. Bist du eine Drehkarte? Ja, ich hätte sogar eine. Ich würde eigentlich lieber was Sinnvolles spielen. Wir spielen ganz schön viele Karten aus, ne? Ja. Aber es ist ja optimal, alle zu spielen. Tendenziell. Zack. Hier ist auch ein guter Plan. Ja. Ich hätte wirklich noch keine von diesen Karten bisher gesehen, deswegen habe ich die echt vergessen. Hesi fragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel uns das in Euro wert wäre. Das ist beide nicht so schlecht fand. Ja, aber wir haben auch die Teile. Ohne den Endkampf. Genau, wir haben den kritisierten Teil noch nicht gespielt. Bis dahin war es in Ordnung. Ja, aber ich glaube, es ist halt wirklich genauso, wie du sagst, weil danach ist halt, fällt halt alles weg. Danach ist nur noch der Teil, der uns fasziniert, Würfel ist abhandeln. Dann nicht mehr. Und dann ist halt wirklich, dann kannst du auch den anderen nicht mehr bremsen. Weißt du, dann ist es, im Grunde ist das Spiel entschieden zu dem Zeitpunkt. Ja, kannst du noch und es kommt noch auf die Würfelwürfe ein bisschen an, aber ja. Ja, aber das ist halt dann. Ja. Der spannende Teil passiert nicht mehr so sehr. Es ist und du kannst auch das, Glück und Pech haben, auch so was da drunter liegt an Karten, was du an negativen Effekten hast. Und so. Anders. Das Spiel besteht ja aus drei Parts. Das Spiel besteht aus dem Kämpfen, aus diesem Überlegen, was ich hochschiebe und dann aus dem, was ich ausrüste, der Überlegung. Und von diesen Teilen bleibt nur noch der Kämpfenteil Würfel und Würfelmanipulation übrig. Also es fallen zwei Drittel weg. Ich hoffe, das dass das dann nicht... Das ist schon beim Rollenspiel auch interessant, Part der ganzen Rollenspiels kämpfen. Jo. Also egal, wir stehen cool. Immer so. Den ich am meisten mag, aber er ist auch interessant. Ja, ist am dichtesten an einem Brettspiel. Aber es gibt ja auch die, wie viel gibt es davon? Wovon? Achso, das war. Also, oh, Rover. Es gibt noch einen Hund und es gibt noch einen Sushi. So ein Chefkoch. So ein Sushi-Roboter. Da bewegen sich Fließbänder mit dem Sushi und er muss dann halt übernehmen und schneiden und so. Es gibt ein sehr gutes, so ein Indie-Computerspiel, wie hieß denn das? Faster than Light. Das bringt dir so gar nichts. Von den Machern davon. Die haben so einen Mini-Taktikspiel rausgebracht. Aber alle nicht dazu, wo du mit so einem Dreier-Trupp Mission gehst. Ja, fand ich sehr, sehr gut. Das ist ja, richtig gut. Doch, das ist ein paar Mal Spiel. Das ist so gespielt. Okay, so wird, weiß ich nicht. Das dauert, eine Partie dauert ja nicht. Ich meine, Missionen gehen. Geschafft und Sachen freigeschaltet. Ja, Missionen geschafft und so haben wir auch schon. Aber ich hab's das Problem ist halt, ist ja auch dann irgendwie, du wirst ja mal besser. Wir sind nicht fast durch. Ein Roguelike. Ja, genau. Aber es ist ein Durchlauf. Kommst du geschafft? Kannst du in einer Dreiviertelstunde schaffen, glaube ich, oder? Da kann sich ja kein Mensch konzentrieren. Nee, aber das fand ich auch sehr, sehr gut. Es gab es halt nur nicht mehr auf dem iPad, deswegen. Dann fahren wir dahin. Into the Breach. Richtig. Habe ich auch gespielt. Aber es gab es halt nicht mehr auf dem iPad und auf dem iPad war Fast and Light auch richtig gut. Fast and Light habe ich auch, aber ich nur Fast auch einmal ist geschafft. Gigantisch gut. Aber hatte ich auch, glaube ich, sehr viel Schwein. Vielleicht spiele ich die wirklich, weil sonst, ich glaube, da wo wir sind, fliegen wir hart wogegen. Ja, dann dreh dich einfach nur eine Runde. Aber das ist halt doof, weil du ja vorher schon gedreht hast dann. Ja, aber wenn wir dann Schluss machen, wir sehen ja einfach, von wo wir es dann weitermachen. Ich habe uns nur so, kann sagen, ich habe uns so gedreht, dass du nichts mehr falsch machen konntest. Einmal nach vorne. Ja, für mich soll das aber. Einmal aufnehmen. Dann einmal nach vorn, dann einmal zur Seite, ja, noch da, genau. Jetzt weiß ich, warum es überlegt. Jetzt ablegen, sehr gut. Ja. Dann einmal nach hinten das ja, das und dann zweimal drehen und zwar 180 insgesamt. Jawohl. Und dann einmal nach links. Ja, aber genau, dann dachte ich, okay, wir standen da und dann hätten wir, ach, oder fliegt man darüber?
Nee, fliegt man rüber. Also hier fliegt man über alles drüber. Nur auf die gelbe. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich darf da nicht gegenfliegen. Ach, weil du den Stein gesehen hast. Oh, scheiße, okay, ist das abgebrochen? Ja, dann stellen wir es einfach. Zack. Was ist das für ein Ding? Nur so ein Ständer halt. Vielleicht habe ich noch nicht. Ja, aber der muss ja genau, hier reinpassen. Aber das kann man ja nicht. Ich kann ja das. Nee, das Spiel davor, lieber Jesi, war der letzte Mist. Und es fehlt ein Beutel. Und Spiele, bei denen Beutel finden, sind meistens Mist. Was war denn das Spiel davor von der Autorin? Arkham Horror 3. Moment, nee, das habe ich nicht gespielt. Das heißt, ich dachte an dieses Arkham Hour irgendwie. Das ist auch Mist, aber das hat mit Arkham nichts zu tun. Wir stehen jetzt aber nicht in die Richtung. Nee, wir stehen noch in die Richtung. Warum, was ist, achso, du hast es kaputt gemacht. Ja, ich habe es kaputt gebrochen. Ja. Gut, ich hab keine Karte. Ich brauche 4 Karten. Ja, dann hätte ich vielleicht doch was anderes spielen können. Ja, super. Aber wenn die schon so lang ist, die Kette, umso unsicherer ist es, was das Nein, ist. Nein, ich war mir sicher, dass wir hier stehen und auf die Mauer gucken. Und ich habe aber gedacht, ja, wir fliegen ja. Ich hab gedacht, und ich habe gedacht, Momentum lässt einen nach vorne fliegen. Das ist halt... Alles verkackt, wenn ich schon fertig bin. Ich muss mich von Ben die ganze Zeit anschnauzen lassen, weil er will, dass wir das schweigend spielen. Und zu Recht. Ich gebe nur weiter, was Hesi sagt. Hat er gar nichts zu sagen. Der ist noch nicht mal da. Hesis dunkler Schatten hängt über uns. Also wir sind in die Richtung jetzt gerade unterwegs. Mhm. 2, 3. Haben wir den schon bewegt? Wie viel? Einer. Nicht. Haben wir den bewegt? Bestimmt. Warum sagst du 1 und sie sagt 2? Ich brauche 4. Was? Oh, die haben wir auch noch vergessen. Egal. Das sind die ersten 2, ne? Ja. Eigentlich. Also wir spielen wieder ohne die gleichen 2. Gut zu wissen. Zack und zack, bitte. Moment. Okay. Mhm. Oha. Oh Gott. Du musst doch nicht als nächster spielen. Kann ja auch jemand anders spielen. Darauf warte ich gerade so ein bisschen. Ich warte auch darauf. Nee, ich warte. Ihr wartet alle, ja? Das ist super. Ich leg mal meine Karte. Ich mach mal so denn. Wenn alle warten, dann mach ich mal so. Dann sind wir es da. Mhm. Ich warte weiter. Warte? Oder? Nee. Ich warte weiter. Gibt's davon nicht noch mehr Karten? Also wenn ihr die ganze Zeit wartet... Ja, aber warte, lass mich nochmal denken. Ich kann aber wenn ihr so lange warten möchtet, möchte ich... Ich glaube, es ist wirklich besser, wenn ihr... Ja. Ich bin mit ihren Geistern verknüpft. Ich weiß, was ihr Problem ist, aber ich darf es ihnen ja nicht sagen. Also, ne? Ich habe hier... Ja, das habe ich jetzt nicht zwingend, aber... Hast du die aufheben, Dinger? Wenn ich sehe deine Hand gerade. Brettspiel. Naja. Das ist ja super. In The Breach kann ich mir tatsächlich als Brettspiel vorstellen. Oh, ja. Und was ich, da sehe ich auch Mangel. Ich sehe keine guten Taktik. Brettspiele. Taktik. Keine Taktik. Guten Taktik-Brettspiele. Neu? Ja, aber was denn? Dann bringst du sie nicht auf den Tisch. Neuroshima-Hex. Nie gesehen. Das ist. Oder dieses neue halt. Wie heißt das da? Das neue Neuroshima? Es gibt so viele Taktikspiele, wo du einfach. Aber Neuroshima-Hex ist wahrscheinlich wirklich dein Ding. Also, weil das ist hochtaktisch. Das ist halt so abstrakt. Oh, wartet mal, ich probiere es aus. Also, oder ein gutes. Also, wenn ich denke, super, wo das passt. Ja. Aber ey, ernsthaft, ne? So, keine Ahnung. Ich sag auch nichts mehr. Also, wir sind so und wir sind da. Und jetzt. Ach nee, das wird hier erst. Ach, scheiße. Wer hat das gespielt? Was? Ich hab gespielt. Ich kann auch das hier spielen. Nee, jetzt macht doch so, denn zu spät, wenn es euch alles abfickt, dann nehme ich halt eine Karte wieder weg. Wir könnten Hardmode spielen. Wir sehen unsere Karten so und dann machen wir so. Ja. Nee, ich hab. Das Doof ist, wenn ich das jetzt frage, ist zu welchen Karten ich habe. Falls es nochmal eine Regelverständnisfrage gibt, kann ich mal Tür haben. Ah, doch, warte mal, das müsste trotzdem gehen. Also,
Die liegt da. Ich glaube, dass die da, dass wir da sind. Dann schmier ich. Aha. Aha. Wenn keiner mehr spielen möchte, spiele ich die beiden Karten. Was ist das? Oh, warte, warte. Ich mag was gucken, du da? Ich will gucken, worauf du zeigst, damit ich das weiß. Sehr schön. So, und dann da. Aha. Aha. Oh, warte mal, ich glaube, das geht. Das außer ich interpretiere es voll. Das ist die Spielmatte. Aber natürlich soll die dann passen. Ja, so, genau. Da. Ja. Also. Ja, 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 komm. Mich hier da. Ihr spielt jetzt alle ihre Karten aus. Okay, das, ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was du... Okay, okay, ich verstehe. Das ist interessant. Ich bin mir nicht sicher. Das kann eigentlich nur das sein. Weil ich so über den Kopf gedacht habe. Nee, ich glaube, du hast die gleiche Idee wie ich. Ich will gar nicht wissen, was du da hochhebst. Nicht unsicher. Ich verstehe, was du getan hast. I see what you did there. Dann möchte ich gerne... Die Frage ist, wann Ben diese Karten spielen möchte. Mhm. Ben muss ja noch eine Karte spielen. Aber Ben will zweimal drehen. Der will halt nichts machen eigentlich. Nee, warte. Also, ich möchte das tun. Ich möchte das tun. Ich möchte das tun. Und jetzt geht Ben noch seine beiden hinten ran, denn hier... Ist aber nach vielen enttäuschenden Spielen in letzter Zeit oder grob Durchschnitt... Bei mir, kriegst du nur gute Spiele gezeigt. Dann möchtest du gerne diese zwei Karten legen. Ich möchte lieber an dich da... Warte. Ja. Ja. Gut, dann los geht's. Aber wenn ich dieses scheiß Momentum jetzt wieder falsch gedreht habe, ne? Oh, ja, okay. Rechts. Ein nach vorn. Ja, das habe ich auch zwei nach vorn. Okay, und Momentum in die Richtung. So, okay. Und schon ist. Und jetzt ist schon. Ein nach hinten. Ja. Und Momentum nach vorne. Ja, okay. Puh, das, ich hab das dann einen nach links. Wow. Das war ein Stunt. Das hat Annika alles gemacht. Alles dann. Hat, nimmst du es auf, ja? Nimmst es auf. So. So, und jetzt habe ich es verkackt. So. Nee, da hatte ich dann doch gehofft. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass es da geht. Ja, aber das war ja klar. Genau. Wo wir hier sind, ist ja offensichtlich klar. Außer ich traue mich. Dann geht es jetzt eins nach da. Mhm. Dann eins nach rechts. Dann eins nach geradeaus. Und dann dreht sich Ben um 360 Grad, oder? Ja, genau. Habe ich mir genau so gedacht. Das Problem war, ich hätte halt gerne die hier noch gelegt, aber dann hätte einer von euch hätte noch eine Karte legen müssen. Will ich? Ja, das weiß ich. Nein. Nein. Achso, du hast nur. Ah ja, okay. Ja. Alles klar. Aber es war. Wir sind schon da, wo ich gedacht habe, dass wir sind. Aber wir schaffen es jetzt mit Geld wahrscheinlich dann. Mhm. Meinst du? Und hier, die müssen noch. Ja, ja, oben drauf. Also hier, da hast du schon. Ach, wir müssen zu A, ne? Ja. Zu A? Aber es setzt sich doch da. Ja, gut, die Chance ist relativ groß. Nee. Ja. Wir haben die ja in der Reihenfolge eingesammelt. Jeder Spieler muss seine Karte legen, ne? Oh, nee, ja. Dungeon Twister ist aber nicht Taktik, das ist einfach ein abstraktes. Dungeon Twister ist schon ein bisschen Taktik. Ist schon. Ja, ja, aber das ist. Wir haben das mal, ich habe das mal versucht, mit einem Kumpel mit Sandor zu spielen, weil das war, du denkst dir da einen Knoten ins Hirn. Ja. Und es gibt aber auch, es gibt einen Unterschied zwischen einem Puzzlespiel, um eine bestimmte Lösung zu finden, und einem Taktikspiel. Ein Taktikspiel zeichnet sich grundsätzlich dadurch aus, dass es verschiedene Möglichkeiten und zum Ziel dann zu kommen. Müsstest du. Ja, aber ein Taktikspiel ist ja so, dass sozusagen und dass du, dir du in der Situation jeweils das Beste aus den dir gegebenen Möglichkeiten machst und dieser sehr, sehr stark. Und wir haben dann die Kiste dann gespielt mit, wir haben erst eine Minute, ne? Muss man denken, spielen, machen einfach. Und gespielt, festgestellt, klappt nicht. Okay, 3 Minuten. Und gespielt, festgestellt, klappt nicht. Wir haben es auf 5 Minuten hochgesetzt und haben auch bei 5 Minuten festgestellt, das ist zu wenig. Du musst länger über deinen Zug nachdenken und hast am Ende bei 10 Minuten. Wer möchte jetzt zuerst die erste Karte legen? Wartet mal. Oh shit. Gut, dass es keine gelben Karten gibt. Warte, jetzt, doch, ich noch muss nicht. Ja, ich muss ja andere Karten legen. Es kommen gelbe Karten rein. Ich habe hier schon den Stapel. Bitte noch nicht legen, ja? Danke. Oh, warte. Oh, der du hast. Wir müssen muss noch mal gucken, was die anderen Leute für Karten haben. Wenn die anderen erst Karten anguckst, weißt du? Mhm. Hau mal raus. Weißt du, dass es aber bestimmte Kombinationen gibt? Keine Ahnung. Es gibt bestimmt auch, also die Chance ist geniedrig, aber. Naja. Oh, nee. Oh, jetzt sehe ich. Und das offensichtlich könnte aber. Krass. Ich möchte jetzt nicht auf irgendwas. 60 Sekunden gibt Hesi dafür.
Für Dungeon Twister. Das ist, vor allem Dungeon Twister Prisoner haben wir gespielt. Das ist ja noch besser, glaube ich. Ja, gut, bei besser, die haben halt andere Monster nur. Es gibt ja Dungeon Twister, das Kartenspiel. Ist im Grunde aus der Elbe. Und ehrlicherweise sogar vielleicht noch ein Stückchen insoweit, weil es halt nicht so viel Platz braucht. Ich weiß halt auch nicht, das, was ich mir vielleicht von einem Taktikspiel erwarten würde, ob das in Brettspielform überhaupt so gut funktionieren würde, weil ich bin ja schon Computerspiele verwöhnt insofern, als dass sie klein ermöglichen, dass halt im Hintergrund für dich erledigt wird. Ja. Und ein Brettspiel sollte das nicht haben, weil es dann so mühsam ist. Hier liegt irgendwo dieser Deep Madness Stapel rum, oder wie hieß das? Ja. Und da kommt dann halt so eine Box mit 300 Teilen, eine Expansion mit 100. Und ich denke mir so, oh, weißt du, Ben, kannst du ja mal auspacken, weil das ist dann schon, das ist einfach too much dann. Für einfach. Ich habe dann immer so, das Spiel ist vielleicht geil, aber ich habe keine Lust, es auf den Tisch zu stellen. Ja. Oder du musst halt erklärt kriegen, so richtig halt dann so. Wie jetzt bei Eclipse der Fall wäre. Wenn ich schon 500 Sachen. Okay, ja, gut, das geht. Ja, ich rede auch. Also, wenn du mich fragst, ich weiß, wo wir hin müssen. Ja, wo wir hin müssen, da muss ich aufpassen. Ich glaube, wie wir hinkommen. Wir haben auch BCA dann gemacht, ne? Das ist jetzt schon witzig. Alles klar. Okay. So. Gut. Drück mal einen Stempel drauf. Das ist so kotzen. Wir sind nicht da, weil wir glauben, dass wir sind, oder? Hm? Oh Gott. Wir sind fertig anscheinend. Ja, wir sind aber nicht da. Wieso denn nicht? Weil ich keine Geradeauskarte habe. Sie hatte keine Geradeauskarte und sie konnte nicht drehen. Aber wieso legst du denn die erste Karte? Wir müssten doch geradeaus. Weil wir gleichzeitig gesagt haben, sie hat nur Bewegenkarten. Wir warten auf jeden Fall, bis Annika sich bewegt hat. Das ist das Problem an der Stelle. Nach links? Nach links? Wer hat das Droppen gespielt? Na, ich. Aber wieso haben wir denn? Wir mussten doch eine Geradeauskarte haben. Ja, aber die hat ja nicht zwingend Annika gehabt. Und wieso legst du die nicht? Ich weiß nicht, wer die hatte oder wer nicht hatte. Guck mich nicht so an. Also ich weiß noch, dass ich überlegt hatte, eine Karte zu spielen und irgendwie von der Seite kam, ah, guck dir mal Annikas Karten an. Oh, okay. Richtig. Ja. Zack. Und dann drehen wir einmal nach rechts, einmal nach links und einmal nach links. Aber ist ja perfekt, das ist ja immer noch super. Ja. So, dann gehen wir auf zwei Runden runter. Ja, aber das war ja gerade irgendwie... Bin ja etwas entgeistert. Weil wir nicht aufgepasst haben, weil wenn man Annika zugehört hätte, auch wenn das man ja nicht ja, tun soll, hätten wir das theoretisch gewusst, aber... Ach so, weil Annika nur geradeaus Karten hat und deswegen... Genau. Ja, die Sache ist ja die, ich nicht nur geradeaus, sie hatte nur Bewegungskarten. Und das war eigentlich ganz... Und nach links und rechts. Und das heißt, auch wenn hier jemand hingegangen wäre, wäre ich da wieder weggelaufen oder halt irgendwo gegengerannt. Und vielleicht noch irgendwo gegen und dann haben wir Energie verloren. Nee, das war so eigentlich schon perfekt. Nee, du hättest ja einen zurück und zwei nach vorne. Und das Momentum hat uns gegen die Wand getragen, aber nein, erst in der Runde danach. Und dann hätten wir schon abgelegt. Gewesen. Die Runde wird abgelegt. Ja, aber es wird doch trotzdem zu Ende gespielt, oder? Nee, es ist sobald. Ach, sobald es war man letzten, da ist. Ja, schon, das hat nicht die ganze Reihe zu Ende gespielt. Dann hätten wir es jetzt gefunden. Sobald man da ist. Ja, schon, das hatte Hesi vorhin geschrieben. Da hatte ich nicht dran gedacht. Ja, ich hatte nicht gedacht, wir verlieren dann Energie. Überhaupt nicht schlimm. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ist halt schon ein Expertenspiel. Ja, am Anfang ist es mehr hier My City. Ja. Dann wird es The Crew. Und dann? Und jetzt ist es ungefähr bei Teotihuacan. Eine. Mini Diver City kenne ich das. Du hast. Okay, ja, verstehe ich. Dann mache ich diese jetzt. Okay, dann mache ich diese. Ist die richtige? Dann mache ich diese. Ja, hat jeder was gelegt. Wir heben es aufnehmen. Wir drehen nach rechts. Fahren einen nach vorne. Legen es ab. Und wir drehen uns einmal. Die zweite Runde in Folge, die Ben nichts gemacht hat. Das sind halt die Karten. Das ist ganz angenehm. Nein, das ist das, die dritte. Das Beste, was du machen konntest. Mag ich auch. Die Gruppe profitiert ja sehr von deiner Passivität. Hallo, komm mal, ja, aber das ist ein Tutorial. Ja. Gut. So, und jetzt spielt ihr Eclipse. Ich würde ja dazu sagen, dass Ben den Dreh raus hat, aber es ist jetzt leider schon ungefähr 15 Sekunden zu spät, um witzig zu sein. Ich in jedem Abenteuer sterben. Das ist kein Problem, ich bin dann geweiht, ich geh zu meinem Gott, das ist ja für mich ein Happy End. Das ist ja auch so tatsächlich, so ich mache mir einen Held, laufe da durch, erlebe ein bisschen Geschichte und mache mir nichts einen Helden. Und sterbe wahrscheinlich, ja. Ja,
Je älter das Rollenspielsystem, desto eher stirbst du. Ja. Ja. Rover can only hold one out. Oh, wir tragen Knochen hin und her mit Rover. Ja. Wollen wir die erstmal einen richtigen Twirl-Level spielen? Ja, wir können auch einen richtigen Twirl-Level spielen. Kein oder wir spielen, spielen ohne, Eclipse. Ohne gelbe das war das erste, zum Kennenlernen. Das war das erste, die Ameisen tragen jetzt die Sachen nämlich durch die Gegend. Oder wir spielen Eclipse. Wenn wir jetzt anfangen, dann schaffen wir das. Und die verschieben sich also mit jeder Runde. Ja. Wie gesagt, wir können jetzt auch gerne Eclipse anfangen. Wenn du uns gleich willst, dann ist doch jetzt die schönste Zeit. Ich würde auf jeden Fall oder in Richtung gehen. Guckt euch mal das Hundelevel mit dem großen Dino-Skelett an. Hundelevel mit großem Dino, das klingt noch gut. Als grüner Abschluss für Annika. Nee, ja. Zum Angucken, nicht zum ja. Das ist ein großes Dino-Skelett. Müssen wir ausbuddeln irgendwie, ne? Was? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, aber ist es, manche sind auch zusammenhängend hier irgendwie. Ich hab das hier. Also die sind da manchmal zusammen. Ach, sind mehrere. Ich suche Spiele im Stil und Schwierigkeitsgrad von Mini City. Mini City sagt mir tatsächlich nichts. My City, meint ihr wahrscheinlich, oder? Nee, Mini-City schreibt er schon immer. Also My-City ist ja eher so das Niveau, um Leuten das Spiel abzugewöhnen. Davon würde ich abmachen. My-City kenne ich nicht. My-City findest du nicht so toll? My-City ist kacke. My-City ist super. My-City ist Grütze. Da brauchst du halt tatsächlich Skill für. Weißt du, was bei My-City das Beste ist? Das Spiel hat ja eine Catch-Up-Mechanik, wenn du nicht Erster wirst. Die ist immer so, die ist eigentlich relativ schwach, außer in Partie 4. Da ist sie ziemlich krass. Drauf ab. Was da los ist. Zombie Kids, Ben, warum weiß ich davon noch nichts? Zombie Kids. Das habe ich mit meinem Junior auch gespielt, aber ich fand es auch. Der fand es natürlich wieder toll, aber. Ja, also für die Kids ist es bestimmt gut. Was musst du da machen? Da musst du halt auch. Ich weiß nicht, was der jetzt genau. Weil das sind ja so drei Felder auf einmal. Als fleißige Abenteuer der Kolonie legen die Spieler Vorräte in Form verschiedener Futtersteine ab. Dabei sind sie stets darauf bedacht, die richtigen Farbchen zum Futterstein passend vorwärts anzusteuern. Aber auf der Ameisenstraße herrscht reger Verkehr. Nur über die richtigen, was auch immer, bla bla. Bist du jetzt bei dem da? Ich bin bei Mini City. Bei Mini City. So sieht das aus. Ach du Scheiße. Sehr wuselig. Mhm. Das ist ein Ameisenbau. 4 Sterne. Er schreibt: Gioco da tavolo ben organizzato e sfruttato. Also, ich muss auch dazu sagen, My City ist halt so ein Tetris-Legespiel und da bin ich. Ja. War fast immer raus bei diesen Sachen. Habe ich nicht meistens. Habe ich schon mal eins erlebt davon, das ich gut finde? Kennst du Karnak? Karnak soll ganz gut sein. Mini City gucke ich mir gerade auf Amazon an. Gerade die beste Zeit, Karnak zu besuchen, außer dass kein Flugzeug geht. Unser Planet ist so gesund wie seit 60 Jahren nicht mehr. Das ändert sich bald wieder. Natürlich. Und du hast ja jetzt schon überall die Stimmen, ne? Viele Wirtschaftsstimmen, Arbeitgeberverbände auch und so weiter sagen, ja, Prioritäten, wir müssen da, also das Klimaziel, die waren ja vorher schon sportlich so, jetzt darüber muss gesprochen werden können. Weil es ist ja erstmal wichtig, dass wir jetzt überleben, unsere Kinder können sich ja dann um das Problem kümmern. Pick up and delivery. Erster Dungeon Crawler für Kinder. Ah, Crawler, ne? Ameisenwitz. Annika, Cooper Island wäre vielleicht noch als Absacker was für dich. Cooper Island ist super. Ist wirklich nicht schlecht. Vor allem, wenn man es dann so entspannt runterspielt. Nachdem man den allerersten Zug durch einen Denkfehler verkackt hat. Ich habe ja keine gute Erinnerung an Runde 4 beim Meister. Richtig. Runde 4 hat halt den stärksten Catch-up von allen gehabt, oder? Gefühlt? Das war super, ja. Ja, und das war die eine Runde, die ich gewonnen habe. Sodass Ben den Vorteil hatte vom zweiten Spieler an der Stelle. Hat er bestimmt auch mit Absicht, hat er nicht mal mit Absicht gemacht, sondern hat sie einfach gegeben. Aber ja, das war auch so schön. Da gewinnst du mal und das ist auch nicht recht. Ja, richtig. Und er hat nicht so viel. Meinst du Karak? Mann, dieser Chat ist da. Karak, Karak, ja, ist gut. Das sieht dann Hesi. Ja, und dann Michael, Manuel und ja. Dann Flo und dann... An den beiden. Mehr habe ich nicht gesehen. Wenn noch wer da ist, dürft ihr gerne schreiben. Stefan hat Hi gesagt und dann haben wir ihn wegen dem Spiel des Jahres zusammengeschissen, zu Recht, und dann ja. Sind wir gegangen. Gut. Ja. Das ist ein sensibles Thema. Mini-City gibt es nicht auf Boardgame? Was ist denn? Aber Eclipse hat ja nur eine halbe Stunde pro Spieler, oder? Nur noch 25 Minuten? Das Schlimme ist, 5 Minuten besser geworden. Zumindest bei Filmen können wir sagen, vielleicht heißt es ja nur auf Deutsch Mini-City. Ich finde es so gut, wenn Filme extra Titel kriegen und die sind dann auch. Ich finde besser, wenn man aus einem
Wavelength ein Perfect Match macht für den deutschen Markt. Ja, das TH kann keiner aufsprechen. Dabei haben wir sogar im Deutschen den Ausdruck auf der gleichen Wellenlänge liegen. Oder Wellenlänge reicht ja schon. Wir haben das so oft. Und dann ist es so, es kriegt einen neuen englischen Titel mit einem deutschen Untertitel. Das ist auch sehr gut. Ja, also das, was ist, das heißt im Original Storm und der, auf Deutsch hast du dann Tempest, der Sturm. Das gibt es ja auch ganz oft. Ja. Es kann manchmal sein, weil es irgendwie Namensrechtsprobleme gibt. Also Moana heißt ja im Deutschen Vaana. Was? Vajana. Vajana, das habe ich gesagt. Hält ein Kind auf. Vajana. Vajana. Was ist Vajana? Ja, was auch immer. Auf jeden Fall. Und das heißt aber im Deutschen halt nicht Moana, weil der, das Markenrecht dafür ist halt, hat halt ein Porno. War das so? Ja, blöd dann halt. Das halt so, ne? Das ist auch was für Kind und Papi. Aber gut, dass du das weißt. Ja, ich hatte mich mal gewundert, warum der anders warum ist. Warum immer, wenn du was gesucht hast, kam auf einmal die Verlagerung. Aber es hat halt dazu geführt, dass sogar die Figur umbenannt ist in dem Fall, ne? Also die Hauptfigur heißt dadurch auch anders. Vajana? Ja. Ja. Aber ich finde Vajana auch irgendwie einen schönen Namen. Ja, der, also der Stoff ist ich habe jetzt zu Moana ja, keine positive Assoziation. Es wäre halt schon witziger. Eine Disney-Prinzessin namens Moana. Ich habe es gerade gefunden, es wird zusammengeschrieben. Miniserie. So, eigentlich müssen wir noch einen Absacker, oder? Bevor du gehst. Hat alles gut. Sonst wird es immer später. Einen guten Absacker. Ich habe eigentlich ins Bett. Ach, willst du? Ja, aber sie wird noch nicht so müde. Das stimmt. Aber das ist toll vielleicht. So. Was haben wir denn letztens? Ja, genau. Was haben wir denn letztens als Absacker? Absacker. Nee, nicht Absacker als Absacker gespielt. Push, push haben wir. Ja, vergiss es. Hat Marcel schon Push gespielt? Nee, aber. Push hat es nicht auf die Empfehlungsliste geschafft. Ja, ich glaube, also schon. Knapp, glaube ich. Ja, das ist ganz nett. Es war, weil es nicht barrierefrei war. Kurz unter Quest. Aber ich habe meine Sachen nicht. Wir müssen das. Und das nochmal per Stream. Der nächste Lockdown kommt ja bestimmt. Ja, im Herbst dann. Hier muss noch einer Corona haben, dann kommt. In Göttingen reicht das. Vor allen Dingen, wenn einem größere Sachen offen haben. Solange die Grenze so bleibt, reicht ja, wenn dann. Die ist bereits gestorben. Die Moana Rosa Pussy. Oh mein Gott. Das ist der Name von einer Darstellerin oder was? Ja. Gewesen. Okay. Gut. Es ist im Alter von 33 Jahren starb sie 94 in Lyon an Leberkrebs. Das ist schon scheiße. Ich meine, bei dem Beruf, und du hörst, dass sie jung gestorben ist, da ist Leberkrebs schon jetzt die Überraschung. Ja, aber es gab Gerüchte, dass es halt AIDS war oder was. Also 33 Leberkrebs, also es war, ist schon krass. Leberkrebs, okay. Ja, das ist. Passieren. 94. So. Das ist halt voll der Downer. Ja, dann bringen wir mal die Clips auf den Tisch. Das ist nämlich die Analogie zu Krebs, das ist halt gar nicht so schlecht. Davon darf man nicht. Diese professionelle Meinung. Das ist das. Diese Meinung spiegelt nicht zwangsläufig die Meinung aller Spieler hier an diesem Tisch wieder. Ich hab's aber noch nicht aufgelöst. Ihr könnt's wieder. Bevor wir das aufbauen, brauchen wir aber erstmal die Platte hier. Achso, das ist die Matte. So viel Platz? Ja. Achso, ja, wir haben ja Marcel da, das heißt, wir spielen alles. Wir spielen nur Luxusware. Natürlich, natürlich. Ja, so. Schon mal in, ihr könnt euch auf diesem Kanal spielen. Auf so viel einstellen, sobald seine Kinder beide außer Haus sind. Das ist der Wahnsinn. Also wir sehen uns in 11 Jahren. Also alle haben darauf gewartet, jetzt kommt es. Das ist eine Spülmatte. Und ich nicht weiß, ob es auf dem Tisch passt. Ich denke nicht. Doch, das ist, ich glaube, ich passt, ja. Nee, andersrum. Doch. Passt. Und die ist ja nicht so groß. Nee, ist winzig. Und dafür musste ein Achtel Liter Fass Öl sterben. Weiß ich nicht. Ja. Boah, ich hoffe, das ist besser als das Original. Okay. Brauchen wir jetzt auch noch Platz zum Rum, oder? Das Original war nicht. Das hat er erklärt. Die machen so eine riesige Spielmatte, aber du brauchst noch Platz daneben. Natürlich. Ja, aber die Spielmatte ist übertrieben. Du hast ja hier gleich Platz. Ja, eben. Jetzt nicht traurig sein. Ich spiel's ja einmal mit dir. Ja. Das können wir. Findest du dann vielleicht auch gut beim ersten Mal, wenn wir so autorisiert und dann ist es auch
gut aus. Was ist das denn? Das ist alles super, das zeige ich dir nicht. Das sind Spiele. Aber das macht weniger Plastiktüten, weil wegen Umwelt und so. Mhm. Keine Plastiktüten. Nee, ja, aber die Plastiktüten ist ja zum Wegschmeißen. Das ist definitiv nicht zum Wegschmeißen. Plastiktüten schmeißt du doch auch nicht weg. Also zusammen mit dem Spieler. Hast du nicht mein erstes Ich verreise gute Spiele Video gemacht? Da war Nummer 1 Eclipse, Nummer 2 war Zombie, Winter der Toten. Nummer 3 war, glaube ich, im Wandel der Zeiten. Packen wir jetzt gerade alle Spielerfarben aus. Du hast ja auch, ja genau. Ich nehme einfach mal sowieso rot schwarz. Es ist nicht nur die Farbe, es ist auch gleichzeitig eine Rasse, die du damit gewählt hast. Ja. Und es sagt auch viel über deine Psyche, wenn du hier, obwohl viele freundliche, helle Farben legen. Das sagt immer meine Psyche, dass ich an Behinderungen im Raum denke. Ich nehme nämlich das, was ihr garantiert von den anderen Sachen unterscheiden kann. So, achso, das seht ihr auch gar nicht hier. So, dann, dann brauche ich die Übersicht, was die Spezies machen und sind. Nein, du nimmst, wir nehmen einfach eine Farbe. Nee, Karl kann das nicht. Karl muss sich jetzt alle angucken, wissen, was die machen. Ich will mich doch damit, gut und toll, ich will mich damit identifizieren können. Ja, kannst du auch Spaß. Gleich. Also, ich will jetzt ja nicht die Arachniden spielen. Mhm, genau das. Wir wählen einfach so eine aus und fertig. Ich lasse mich trotzdem vorher sehen, was es insgesamt gibt. Dann kann ich wenigstens abschätzen, was die... Sind Blumen. Diese hier gibt es. Lass mich den Namen lesen. Lass mich das Bild. Gib ihm einfach eins, dann kann er sich da beide okay, Seiten. Sag uns mal Stopp. Es gibt Pflanzen, es gibt Elefanten, es gibt Maschinen. Die gelben sind raus, nehme ich an. Wieso? Obwohl die am besten aussehen. Nö, ich nehme schon die, die ich. Ich ziehe einfach, ich ziehe das hier. Ha! Ich habe die Mekkaner. Und die Terraner. Hier. Terraner sind immer auf der Rückseite, ne? Toll. Was hast du denn? Ich habe das Eridani Empire. Guck dir mal bitte die Figur an. Oh, die sind ein bisschen imber. Ich würde gerne so ist die Terraner. Ich habe die Orion. Oh, ich glaube, da war gelb. Das wird für euch bitter. Das ist auch von der Firma, die Twilight Imperium macht. Nein. Nicht? Nein. War, hieß da nicht auch was Eridani Empire? Nein. Okay. Wo sollen wir das jetzt hinlegen? Ja. Warte doch einfach mal. So, du bist... Welche Farbe? Du bist rot. Wie viel von diesem Spielfeld wird denn gebraucht? Du bist weiß, glaube ich. Und ich kann immer, wenn ich will, auch Terraner spielen. Ja, Terraner ist sozusagen so die... Ich habe keine Die man Lust beim ersten Mal spielen sollte. So, ich mache nochmal einen neuen Stream auf. Kommt wieder gerne in den anderen Chat.